Sehr geehrte Gäste, einen schönen guten Morgen und herzliches Willkommen nochmal zu dieser internationalen Konferenz zum Thema Kameruns Kulturerbe in Deutschland, das gerade gestern angefangen hat. Als kamerunischer Germanist und Kulturwissenschaftler hatte ich 2006 meine Habilitationsschrift zum Thema Wissens- und Kulturtransfer im kolonialen Kontext, das Beispiel Kamerun-Deutschland, geschrieben. Ich konnte bei dieser Arbeit mit großer Ernüchterung feststellen, wie mein Land von den Deutschen materiell und immateriell ausgeplündert wurde. Als nächster Schritt nach diesem Befund wollte ich diesen Extraktivismus dokumentieren, das unter anderem aus ethnologischen, zoologischen, botanischen, mineralogischen Ressourcen des Landes bestand. Ich war deshalb überglücklich, als ich bei einem wissenschaftlichen Treffen Benedikt Savoie kennenlernte, die eben ähnliches Forschungsinteresse hatte, nämlich die Geschichte der Translokation afrikanischer Kulturgüter im kolonialen Kontext zu untersuchen, wahrscheinlich als Folge des von ihr mit dem Senegalesen Felwinsa geschriebenen Berichts über die Translokation afrikanischer Kulturgüter nach Frankreich in der Kolonialzeit, der 2018 in Buchform erschien. Hier stand im Vordergrund die Kulturgüter und es ging darum, die Abwesenheit kamerunischer Kulturgüter in Kamerun und deren Präsenz in Deutschland zu untersuchen und Konsequenzen daraus zu ziehen. Das war 2019 und ich erinnere mich noch ganz genau. Und sofort stellten wir ein Forscherteam zusammen und aus Ideen wurde ein Projekt, das glücklicherweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft angenommen und finanziert wurde. Über 2 Jahre lang haben wir an diesem Projekt gearbeitet und deshalb freue ich mich besonders darauf, heute mit Ihnen die Ergebnisse dieses Projekts zu teilen. Damit übergebe ich das Wort an Benedikt. Lieber Albert Guafo, mein lieber Kollege und Partner der Uni Chang, sehr geehrte Maryse, als Vertreterin des kamerunischen Staates, sie war gestern prominent da, liebe Co-Autorinnen und Autoren des Atlas der Abwesenheit, Michael Asilkinga, Lindy Webreuer, Foga MC, Cornelius Refem, Dieu Li Hoang, Jan Le Gall, Irine Machinda, Andrea Meyer, Prinz Kumanumbe III ist noch nicht da, Philipp Rekasewicz ist wo? Da. Ist der großartige Kartograf, der unsere Gedanken und Ergebnisse in diese wunderbaren Bilder übersetzt hat, Denkbilder. Sebastian Mannes-Sprute, Richard Zogang-Fossi und Eike von der Rau. Lieber Professor Fanzo und Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Panels, die Sie oft lange Reisen auf sich genommen haben, um heute mit uns zu sein. Danke, dass Sie da sind, liebe Vertreterinnen und Vertreter der ethnologischen Museen in Deutschland, die unser Projekt tatkräftig und kollegial unterstützt haben. Das habe ich gestern alles schon gesagt, aber ich sage es nochmal, damit alle das hören. Nicht wundern für die, die gestern schon da waren. Liebe wunderbare Dorothee Billard und Miriam Kroke, die Buchkünstlerinnen, die unsere Ergebnisse in diese Buchform gepackt haben, sowie lieber Merten Lagatz, Eileen Bierdem als Strippenzieher der heutigen Konferenz, Hanna Imam, Lea Carlson, Elias Agiga, Janon Joigne, Elsa Gulko, Markus Hilbich, Lars Hemmerich, Johanna Elpers, Richard Müller, Milena Sogfat, Viviane Thiel, die in unterschiedlichen Funktionen heute dafür sorgen, dass wir versammelt sind. Liebe Studierende, Anwesende und Freunde, meine Damen und Herren,
Das war zu lang und wir haben uns ja vorgenommen, heute sehr kurz zu reden, damit die Autorinnen und Autoren des Buches und die Teilnehmerinnen Zeit haben zu sprechen. Deswegen werde ich nicht viel länger hier stehen. Gestern ist sehr viel gesagt worden. Wir haben im Rahmen eines sehr intensiven und wichtigen Panels mit Vertreterinnen der Kamerunischen Universität, des Kamerunischen Staates und der Kamerunischen Traditionellen Könige zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen öffentlichen Museen gesprochen. Heute geht die Diskussion weiter mit der Kerngruppe, der Projektgruppe, die diese Ergebnisse zutage gebracht hat. Nur ein Wort zu dieser Gruppe. Sie werden sie gleich sehen und sich austauschen können. Und wir sind auch sehr ungeduldig. Ich will nur sagen, dass die Texte, die hier stehen, sind nur die Spitze des Eisberges der Arbeit, die wir geleistet haben. Denn jeder und jede in dieser Gruppe hatte zusätzliche Funktionen, zu denen eines Artikels zu schreiben. Und ich möchte ganz kurz diese Funktionen nennen. Richard Zogang-Fossi war zuständig für den Abgleich des kolonialzeitlichen Kenntnisstandes über Kamerun mit der geografischen, sprachlichen und sozialen Realität vor Ort heute, über viele anderen Verantwortungen für die Texte hinaus. Die Verbindung zwischen Militärgeschichte und Translokationsgeschichte oder einfacher gesagt zwischen Gewalt und Museen lag in den Händen von Jan Le Gall und seinem Team von Restitution of Knowledge. Sein Team ist vorhin schon genannt worden. In Berlin koordinierte Andrea Meyer die Arbeit an den Texten und wir waren fast keine unter uns Muttersprachler Deutsch und Muttersprachlerin. Also Sie können sich vorstellen, welche Arbeit. Meine liebe, sehr geschätzte, sehr geduldige und wunderbare Kollegin Andrea Meyer über ihre eigene Forschung hinaus da reingesteckt hat. Die Doktoranden und Doktorantin Michaela Silkinger und Irin Machinda führten Gespräche mit kamerunischen Akteuren, deren Gemeinschaften unterschiedlich von der kolonialzeitlichen Praxis der Wegführung von Kulturgütern betroffen waren und sind. Lindy Breuer unterstützte das Projekt in verschiedenen Etappen als studentische Hilfskraft und Dieu Li Huang, die heute nicht vorne steht, sowie Eike von der Rau, waren als Eike von der Rau Forschungskoordinator und Dieu Li Huang, also Li, als Bildbeauftragte, die eine für die Ikonografie des Bandes, der andere Eike von der Rau für den geschmeidigen Ablauf von allem. Und er hat sich auch um die Kartografie gekümmert. Last but not least, und ich werde endlich dir, Sebastian, das Wort geben, war Sebastian Mannes-Sprute für die Gewinnung, Organisation und Strukturierung der umfangreichen und zunächst unübersichtlichen Museumsdaten zu mehr als 40.000 Objekten und für den Aufbau und die Pflege einer projektinternen digitalen Bibliothek zuständig. Er hat darüber hinaus das Repositorium, in dem alle für alle frei zugänglich unsere Daten in dem TU-Repositorium abgelegt sind, vorbereitet. Einen großen Dank an dich. Sebastian, bitte kommt gerne alle zum Podium und Sebastian wird als Erster das Wort ergreifen. Sie kommen nacheinander. Okay? Vielen Dank, Benedikt. Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen an alle auch von mir. Als Ethnologe im Team habe ich mich vor allem mit methodischen und organisatorischen Dingen beschäftigt, nein, mit methodischen Fragen der Datenerfassung und Datenauswertung der diesem Forschungsvorhaben zugrunde liegenden ethnologischen Sammlungsdokumentationen auseinandergesetzt. Dankeschön. Wobei der Begriff Sammlungsdokumentation alle Informationsbestände bezeichnet, die hinsichtlich eines bestimmten Kulturgutes in einer Institution angelegt worden sind. Gerade die Erfassung und Auswertung der vornehmlich aus musealen Sammlungsdokumentationen bestehenden Datengrundlage stellte jedoch eine der mitunter komplexesten und schwierigsten Aufgabenstellungen dar, die das Forschungsvorhaben mit zahlreichen forschungspraktischen Problemen und Herausforderungen konfrontierte. Aufgrund der weitreichenden Konsequenzen dieser Problemstellung für die Aussagekraft der vorliegenden Studie möchte ich daher im Folgenden kurz skizzieren und einige der wichtigsten dabei zum Tragen kommenden Aspekte
eingehender erläutern. Die Durchführung einer jeden Bestandsaufnahme materiellen Kulturerbes in Deutschland begegnet zunächst der Problematik, dass es keine abschließende Übersicht darüber gibt, wo überhaupt in welcher Menge welche Art von Kulturerbe verwahrt wird. Es bedurfte insofern zunächst einer ausgiebigen Recherche, um neben den Beständen in bekannten ethnologischen Museen die noch darüber hinaus bestehenden Sammlungsinstitutionen aufzuspüren. Wobei sich kurioserweise herausstellte, dass letztendlich in allen Museumstypen, die sich in der breiten deutschen Museumslandschaft wiederfinden, auch in Institutionen, in deren Namen thematische Ausrichtung oder Sammelgebiete das nicht vermuten lassen, kamerunisches Kulturerbe verwahrt wird. Insgesamt konnten letztendlich in 45 Institutionen, darunter die großen ethnologischen Museen, aber auch Landes-, Regional- oder Stadtmuseen, universitäre Sammlungen, Missionsmuseen und eine Sammlung in privater Trägerschaft Bestandsinformationen eingeholt werden. Zur eigentlichen Bestandsaufnahme wurden von den identifizierten Institutionen tabellarische Übersichten der jeweils lokalen Bestände an kamerunischem Kulturerbe abgefragt, wobei in Teilen auf eine vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste freundlicherweise bereitgestellte Mustervorlage zur Datenerfassung zurückgegriffen wurde. In den Beständen der 45 untersuchten Institutionen fand sich letztendlich die enorme Menge von 40.950 Inventareinträgen kamerunischen Kulturerbes. Ein Großteil davon aus der deutschen Kolonialzeit, worauf ich im Moment aber nicht weiter eingehen werde. Die zeitlichen Rahmenbedingungen der Kulturgutdislokation wird mein Kollege Richard im Anschluss an meinen Beitrag näher erläutern. Auf dem Balkendiagramm sehen Sie die Ergebnisse der Bestandsaufnahme mit den jeweiligen Bestandsgrößen der untersuchten Institutionen. Und hier dieselben Zahlen noch einmal in eine plastische, kartografische Übersicht übersetzt. Für die Bereitstellung der Datensätze, die zu dieser und vielen anderen wichtigen Karten und Texten im Atlas geführt haben, für das entgegengebrachte Interesse und die Hilfsbereitschaft, möchten wir an dieser Stelle noch einmal allen beteiligten Institutionen, von denen heute auch einige Vertreter anwesend sind, ganz herzlich danken. Zu dem hier abgebildeten, insgesamt abgebildeten Wert von 40.950 Inventareinträgen ist anzumerken, dass sich dieser auf die Menge an Kulturgütern oder sogenannten Ethnographika bezieht, die sich aktuell noch in den Sammlungsbeständen befinden. Werden stattdessen die verfügbaren Daten zum sogenannten historischen Gesamtbestand der beteiligten Institutionen herangeführt, ein Wert, in dem alle über die Jahre innerhalb einer Institution verwahrten Kulturgüter, auch diejenigen, die sich aktuell nicht mehr in den Sammlungen befinden, zusammengerechnet, so erhöht sich die Gesamtmenge in einzelnen Institutionen beträchtlich. Bisweilen sogar fast um das Doppelte, wie beispielsweise im Lindenmuseum Stuttgart, wo von einem aktuellen Bestand von 8.871 Inventareinträgen und einem historischen Gesamtbestand von 16.670 Inventareinträgen ausgegangen wird. Es ist insofern generell von einer hohen Dunkelziffer an nicht dokumentiertem kamerunischen Kulturerbe in hiesigen Beständen auszugehen. Das mit der Bestandsaufnahme bei weitem nicht die Gänze des infolge der deutschen Kolonialherrschaft dislozierten kamerunischen Kulturerbes erfasst wurde, verdeutlicht dies zudem auch daran, dass ein Teil der während der Kolonialzeit an öffentliche deutsche Institutionen gelangten Kulturgüter gar nicht erst inventarisiert wurde. Weiterhin daran, dass die vorliegende Bestandsausnahme aus pragmatischen Gründen an einem gewissen Punkt gedeckelt werden musste, es jedoch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch sehr viele weitere Kleinstbestände gibt, also wahrscheinlich sehr viele weitere kleine rote Quadrate auf dieser Karte. Weiterhin auch daran, dass die vorliegende Bestandsausnahme Regionen, die während der deutschen Kolonialzeit noch zum deutschen Staatsterritorium gehörten, es nun aber nicht mehr tun, wie beispielsweise Danzig, Breslau oder Stettin, ebenfalls nicht mit erfassen konnte. Und nicht zuletzt liegt es auch daran, dass die reichhaltigen Bestände in deutschen Privatsammlungen bisher nicht erfasst worden sind. Trotz aller dieser weiterhin bestehenden Unwägbarkeiten und des Umstandes, dass die Datenerfassung unvollständig geblieben ist, konnte im Zuge des Projektes jedoch dennoch erstmals eine Bestandsaufnahme vorgenommen werden, die das in der Mehrheit aller öffentlichen deutschen Sammlungsinstitutionen verwahrte kamerunische Kulturerbe erfasst hat. Was hier auf der Karte letztendlich in einfacher und übersichtlicher Form dargestellt wurde, ist dabei nicht selbstverständlich, war vor allem nicht einfach zu erarbeiten und ist letztendlich auch in der Darstellung nicht ganz unproblematisch. Dies liegt insbesondere in der schwierigen, unvollständigen und fehlerbehafteten Datengrundlage bzw. der mangelhaften Dokumentation begründet, die für die Erforschung kolonialzeitlicher Sammlungsbestände in kulturgutverwahrenden Institutionen nicht umsonst seit jeher die größte Herausforderung darstellte.
Hier eine Beispielseite aus einer solchen historischen Sammlungsdokumentation aus dem Inventarbuch des Überseemuseum Bremen. Die größte Herausforderung, denn die Mehrheit aller ethnologischen Objektbestände in Deutschland wurde bis heute nicht gleichmäßig retrokatalogisiert und bearbeitet. Nicht nur, dass das Wissen über die Objekte oft lückenhaft ist, Herkunft und Kontext der vielen Objekte nicht bekannt sind und sich selbst vorhandene Informationen über sie häufig als einseitig oder falsch erweisen. Auch die strukturellen Defizite einer nicht standardisierten Dokumentation und fehlerhaften Inventarisierung haben sich von Anfang an bis in die heutige Zeit übertragen. Zusammengehörige Teile der Dokumentation finden sich zudem oft über unterschiedliche Institutionen verteilt und es existiert in vielen Fällen keine zitierfähige Aktenstruktur. Ethnologische Sammlungsbestände verfügen demnach über keinerlei tragfähige Wissensordnung und zumeist nicht einmal über den Ansatz zu einer belastbaren Wissensorganisation bzw. einer kohärenten Auf- oder Unterteilung des Wissens. Sie können insofern auch als Horte des Nichtwissens klassifiziert werden. Die Uneinheitlichkeit, die Lücken und Fehlerhaftigkeit und vor allem auch der nichtwissenschaftliche Charakter, der die Masse der mit kolonialzeitlichen Beständen assoziierten Sammlungsdokumentationen auszeichnet, bedingen, dass hinsichtlich unserer zentralen Forschungsfragen oft nicht einmal klar war, wie viele Kulturgüter sich in den Beständen befinden, um was für Dinge es sich dabei handelt, durch wen und wie sie an eine bestimmte Institution gelangten, wann dies geschah und woher sie eigentlich kamen. Lassen Sie mich die Gedankenschwierigkeiten kurz hinsichtlich der Forschungsfrage nach dem Woher bzw. der bevölkerungsspezifischen Herkunft von Kulturgütern eingehender erläutern. Einer Frage, die nicht nur den bedeutendsten Problembereich ethnologischer Sammlungsdokumentationen, sondern auch der wissenschaftlichen Fachdisziplin der Ethnologie insgesamt berührt, namentlich denjenigen der ethnologischen Klassifikation. Dass in Hinsicht auf Benennung und Klassifikation von Bevölkerungsgruppen in ethnologischen Sammlungsdokumentationen herrschende Chaos und Durcheinander, die Lücken und Fehlerhaftigkeit der Daten, hat in Fachkreisen gewissermaßen schon legendären Status erreicht. Und hat nicht zuletzt auch dazu beigetragen, die über lange Zeit gängige Meinung zu zementieren, dass die Herkunft der meisten Kulturgüter nicht mehr zu ermitteln sei. Nicht nur, dass ein Großteil der in bevölkerungsspezifischer Hinsicht in den Dokumentationen hinterlegten Bezeichnungen aus der Kolonialzeit stammt, ebenfalls durch viele Lücken und Fehler geprägt ist und oft in diskriminierender und rassistischer Sprache verfasst ist, wie mein Kollege Albert Guaffo auch im Atlas diskutiert. Viel gravierender erscheint es darüber hinaus, dass es bis heute weder gelungen ist, eine Grundeinheit für die analytische Untersuchung von menschlichen Gruppierungen zu definieren, beziehungsweise eine tragfähige wissenschaftliche Definition für den Untersuchungsgegenstand menschliche Gruppierung zu entwickeln. Keines der in dieser Hinsicht bisher prominent angeführten Konzepte, sei es Stamm, Ethnie oder Kultur, hat sich letztendlich als tragfähig erwiesen. Insbesondere wenn die Frage nach der klaren Abgrenzung der jeweils definierten Gruppen untereinander thematisiert wird. Sie sehen, der Themenbereich ist umfangreich und kann hier nicht in Gänze diskutiert werden. Ich möchte Sie daher vorerst auf das dazugehörige Kapitel der Zubestandsaufnahme und Wissensordnung im Atlas hinweisen und zugleich auf eine in Vorbereitung befindliche Publikation zu spezifisch diesem Themenbereich. Für diesen Zusammenhang sei jedoch noch angemerkt, dass den Sammlungsverantwortlichen, wie dem kurz zuvor erläutern zu entnehmen ist, seit Anbeginn der Dokumentationspraxis Orientierungsmaßstab und Referenzsystem zur systematischen Zuordnung der bevölkerungsspezifischen Herkunft von Kulturgütern fehlte. Wenn wir Ihnen also im Atlas beispielsweise diese Karte hier präsentieren, auf der insgesamt 31.707 Inventareinträge 231 historischen kamerunischen Bevölkerungsgruppen zugeordnet werden konnten, ist es absolut unerlässlich, diese lediglich als einen Versuch der Rekonstruktion eines fehlerbehafteten historischen Modells zu verstehen. Aus diesem Modell lassen sich vor allem Tendenzen der Kulturgutdislokation ablesen, so beispielsweise hinsichtlich der am intensivsten von Dislokationen betroffenen Regionen, darunter in erster Linie der nordwestliche Teil Kameruns, das Grasland, was Sie hier in Vergrößerung sehen, gefolgt von den nördlichen Regionen, das ist jetzt nicht extra nochmal hervorgehoben, und den Küstenregionen. Oder aber auch hinsichtlich der generellen Verteilung, die mit der Intensität der kolonialdeutschen Durchdringung des Landes zu verschiedenen Zeiten
der deutschen Kolonialherrschaft korrespondiert. Ich hoffe, dieses kurze Beispiel konnte verdeutlichen, dass auf Basis einer in starkem Maße mängelbehafteten Datengrundlage auch nur in einem eingeschränkten Maße Aussagen getroffen werden können. Gerade quantitative Auswertungen, wie fast alle, die auch als Datengrundlage zur Erstellung der Karten und Diagramme und Statistiken im Atlas herangezogen wurden und die große Mengen derart fragiler Daten in standardisierter Form zu verarbeiten suchen, sollten daher keineswegs als harte Fakten oder originalgetreue Abbildungen historischer Tatsachen verstanden werden. Vielmehr nur als Instrumente von Geschichtswissenschaft und Provenienzforschung, die eben Tendenzen aufzuzeigen vermögen, eine Annäherung an die historische Situation bieten und es ermöglichen, Antworten auf die zentralen Forschungsfragen nach dem Wer, Was, Wann, Wo etc. zu erarbeiten. Auch diese fragilen Daten sind insofern nicht wertlos und können mit etwas Aufwand, gerade in der Zusammenschau mit anderen kolonialgeschichtlichen Quellen, zu reichhaltigen Ergebnissen beitragen. Weitere Forschungsergebnisse und vor allem auch qualitative Analysen und Fallbeispiele von trotz aller Mängel in der Dokumentation dennoch vorhandenen harten Fakten der illegitimen Kulturguttranslokation werden Ihnen meine Kollegen darüber hinaus im weiteren Verlauf der Tagung natürlich ebenfalls nicht vorenthalten und Stück für Stück näher bringen. Weiter geht es nun vorerst mit meinem Kollegen Richard Zugang-Fossi, der Ihnen mehr über die zeitlichen Rahmenbedingungen der Kulturgutdislokation und die daran beteiligten Akteure berichten wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sebastian, für die freundliche Vorstellung. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, guten Morgen nochmals. Ich möchte mich jetzt mit einem Teil von der Forschung beschäftigen, nämlich der Chronologie der Extraktion und Akkumulation der Kulturgüter und Akteure. Diese Karte, die ihr seht, veranschaulicht eigentlich die Akkumulation der in Kamerun entzogenen Kulturgüter in Deutschland am Beispiel von einigen Museen. Dabei wird ersichtlich, dass die Kolonialzeit von 1884 bis 1960 die grundlegenden Perioden für die Konstituierung der Bestände der größten Museen in Deutschland gewesen sind. Diese Konstituierung der Bestände fand vor allem durch Gewaltanwendung, das heißt Plünderung von Kulturgütern, statt. Dies zeigt der faktenreiche Aufsatz von meinem Kollegen Jean Le Gall zu Strafexpeditionen eindeutig, der darüber gleich selbst sprechen wird. Der Entzug ihrer Kulturgüter durch die Kolonisatoren nahm die Bevölkerung nicht widerstandslos hin, auch wenn dieser Widerstand ungenügend dokumentiert wurde. Rot markiert sind die Zahlen der Zugänge der Kulturgüter in der Metropole während der deutschen Kolonialzeit, das heißt 1884 bis 1919. Deutlich wachsen viele der Sammlungen vor allem in dieser Zeitspanne. 1925 weist das Völkerkundemuseum in Berlin zum Beispiel rund 60.000 Katalognummer aus dem ganzen afrikanischen Kontinent auf, im Vergleich zu nur 3.360 vor der Kolonialzeit im Jahre 1880. Das bedeutet einen Zuwachs von fast 57.000 Inventarnummer in 45 Jahren und davon 32 Jahre Kolonialzeit und mehr als 90% der Eingänge. In Orange wurden die Einsendungen in der französisch-englischen Kolonialzeit, das heißt 1919 bis 1960, gekennzeichnet. Diese machen mit ca. 6.000 Katalognummer kaum ein Viertel der in der deutschen Kolonialzeit entzogenen Kulturgüter aus. Grün markiert sind die Eingänge in der Nachkolonialzeit, das heißt von 1960 bis
etwa 2021 mit kaum mehr als 6000 Inventarnummern. Die massenhafte Gutverlagerung von Afrika nach Europa hat mit dem Ende der Kolonialzeit nicht aufgehört. Davon zeugt das Beispiel von Hans Bethlehms Meyer in Rautenstrauß Jos Museum in Köln mit mehr als 1500 Objekte oder Kulturgüter im Jahre 2012. Wie verhält sich die Wegnahme zu den unterschiedlichen Kolonialphasen und wie sieht die zeitversetzte Eingänge aus? Der Entzug der kamerunischen Kulturgüter, den Museumleute zudem mit vermeintlich Rettungs- und Wissenschaftsparadigmen heimtückisch begründeten und dazu im Bann der Aufsatz von Benedikt Savoy, fand nicht zum gleichen Prozentsatz in den unterschiedlichen Phasen der Kolonialzeit statt. Nach einer zeugenden Phase von 1884 bis 1890 erlebt man eine gewaltsame Phase bis 1910. Diese Periode korrespondiert eigentlich mit den größten militärischen Kolonialaggressionen und Plünderungen. Exemplarisch kann man diese Chronologie der Eingänge im ehemaligen Ethnologischen Museum von Berlin mit diesem Diagramm veranschaulichen. Es zeigt die größte Eingangskonzentration von Kulturgütern aus Kamerun zwischen 1890 bis 1910. Und zugleich ist eigentlich der geringe Objekteingang vor der Kolonialzeit und nach der Kolonialzeit festzustellen, das heißt 1920. Zeitversetzte Eingänge in Museen sind auch der Erwähnung wert. Viele Artefakte wurden in der Kolonialzeit entzogen, welche erst später in den Museen ankamen, weil sie erstmal in Familien als höhere Andenken fungierten und sie gelangten auf Bitte der Museumsdirektoren erst später in den Museen als Zeichen der Solidarität und des Lokalpatriotismus, um etwa der Notlage der Museen nach den Weltkriegen abzuhelfen. Welche Akteure waren für die Wegnahme der Kulturgüter verantwortlich? Wie und wo? Akteure, die in der Kolonie lebten oder dorthin reisten, ca. 1600 in unserem Fall, von denen einige Gruppen bereits gut erforscht sind, hatten verschiedene Funktionen inne. Sie waren Militärs, wie Sie hier sehen können, Kolonialverwalter, Ethnologika-Händler, Ärzte, Missionare, Forschungsreisende und so weiter. Sie haben zu ungleichem Ausmaß an dem Entzug von Kolonialkulturgütern, von lokalen Kulturgütern teilgenommen. Wie diese Teilstatistik aus einer von Sebastian Sprute erarbeiteten Liste im Anhang von unserem Buch zeigen. Demnach gehören die Militärs zu der Gruppe der Akteure, die größte Anzahl der Objekte weggeschafft hatten. Beispiele wie Oberstleutnant Schieper mit 1600 Kulturgütern und Hauptmann von Staatsolaunis mit 1400 Nummern kann man nennen. Militärs haben auch viele menschliche Überreste, lebende und tote Tiere für Naturkundemuseen und Zoos weggenommen. Und dazu exemplarisch der Beitrag von meiner Kollegin Lindy W. Breuer in unserem Buch. Auch dynastische und sakrale Kulturgüter, die um kein Geld, dagegen nur durch Gewalt zu erhalten waren. Die meisten davon stehen heute sogar im Zentrum vieler Restitutionsforderungen. Dokumentiert sind sie in unserem Bildheft im Anhang und in den Beiträgen von Jean Legal und Michael Asselkinger. Einige Akteure, die oft als harmlos dargestellt wurden, sind es nicht.
Dies gilt für viele Wissenschaftler, wie zum Beispiel Bernhard Ankelmann vom Berliner Museum für Völkerkunde, für den Künstler Ernst Vollbert oder den Händler Adolf Diehl, der Kriegsbeute kauften oder Geschenke von Militärs bekamen. Viele Missionare zählen auch dazu. Diese haben nicht nur höchst sakrale Kulturgüter für sich selbst und für die staatlichen Institutionen entzogen, sondern sie haben sich als die größten Vernichter von ganzen Kulturen im Namen des Christentums erwiesen. So behauptete 1908 ein Augenzeuge und zugleich Konkurrent in dem Wettrennen für fremde Kulturgüter, nämlich Adolf Diehl, Zitat: Die Basler Mission, die fast in jedem größeren Dualadorf eine Schule hat, hat zur Ausrottung des Elends erfolgreich beigetragen und hunderte von Elendshüten abgebrannt. Der Elend, hier im Bild zu sehen, war eine turmartige, faszinierende, sakrale Figur der Duala. Ihre Geschichte habe ich im Aufsatz zu den Missionen in unserem Buch dokumentiert. Die Ankunft der Missionare eröffnete eine neue Ära für die religiösen Artefakte in Kamerun, nämlich die einer gewaltsamen Konfrontation mit den lokalen religiösen Bünden und einer systematischen Vernichtung, aber auch der gewaltsame Wegnahme der Artefakte zugunsten europäischen Institutionen. Nicht zuletzt machten die Missionaren auch Geschäfte damit. 1911 schrieb der seit 1906 in Kamerun, und zwar in Fumban, tätige Basler Missionar Martin Göring an Bernhard Ankermann von dem Ethnologischen Museum in Berlin, dass er eine größere Sammlung ethnografischer Gegenstände mitgebracht habe und bei gutem Erlös an eine Sammlung verkaufen würde. Noch irritierender ist die Art und Weise, wie Lushan-Missionare bzw. Kirchenmitarbeiter für die Auslieferung kamerunischer Schädel und Skelette instrumentalisierte. Zitat: Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass gerade Sie imstande sein würden, Ihren Landsleuten begreiflich zu machen, dass Ihre Knochen in dem feuchten Klima von Kamerun unter der Erde sehr rasch und spurlos zugrunde gehen, während sie bei uns, schön gereinigt, bewachsen in Schränken aus Glas und Eisen, sorgfältig verwahrt und durch Jahrhunderte und Jahrtausende unverändert erhalten bleiben. Eine andere wichtige Erkenntnis unserer Forschung ist, dass eine Kategorie von Akteuren viel Aufmerksamkeit verdient, die oft nicht dokumentiert werden, sowohl in der Kolonie wie auch in der Metropole. In der Kolonie haben wir ganze Gruppen von Menschen, die instrumentalisiert, anonymisiert, enteignet, erpresst, bestochen waren, wie Kinder, Frauen, Handwerker, Herrscher, Träger, wie Sebastian Sprutter in seinem Absatz in unserem Band zeigt. In der Metropole sind Akteure zu nennen, die den Entzug beauftragten, die Plünderungen legalisierten, das Zirkulieren der Artefakte ermöglichten und so weiter. Dies gilt für das Auswärtige Amt, das die sogenannten Strafexpeditionen durch etwa den Afrika-Fonds finanzierte. Der Bundesrat ließ ab 1889 einen Zirkulärerlass ergehen, der alle Sammler dazu verpflichtete, ihre Beute vorrangig nach Berlin zu schicken. Museumsleute wie Adolf Bastian und Felix von Luschen waren in permanenter Verbindung mit Schutztrupplern in den Kolonien und gaben ihnen Aufträge. So wurden sie mit Kriegsbeuten unaufhörlich beliefert. Kolonial waren Häuser wie das Haus Bruno Antelmann, wissenschaftliche Gesellschaften wie die
Berliner Gesellschaft für Ethnologie, Anthropologie und Urgeschichte haben in diesem Prozess auch eine große Rolle gespielt. Das Deutsche Antisklaverei-Komitee zum Beispiel oder die Deutsche Kamerun-Gesellschaft schickten erfahrene und Amateursammler für den Entzug von Kulturgütern vor Ort und fungierte somit wie eine Vorschusskasse für die Museen. Wie Benedikt Savoy am Beispiel der Figur Bangwa-Königin in diesem Band zeigt, wirkten Aktionshäuser in Marktnetzwerken weltweit, während Expeditionsfirmen wie der Berliner Spediteurverein Artien Gesellschaft für das Zirkulieren der entzogenen Kulturgüter deutschlandweit sorgten. Erwähnenswert ist, dass die sich in Deutschland um das afrikanische Kulturerbe herausbildende Branche nicht nur Handel und Logistik betrafen. Zu nennen wären zum Beispiel Fotoateliers und Fotogravüre, wie das Wiener Atelier von Michael Frankenstein oder die Gipsabgussformerei, die zur medialen Verbreitung auch der Kamerun-Bestände beitrugen. Meine Damen und Herren, im Rahmen dieser Forschung schreibt meine Kollegin Irene Machinda ihre Dissertation und sie hat hier in Deutschland und vor Ort in Kamerun zu der gewaltsamen Kulturgutverlagerung und deren Folgen auf die Identitäten und Prozesse der Vergessens und Resilienz in Kamerun geforscht. Und ich möchte ihr jetzt das Wort geben. Danke dir, Richard, für diese freundliche Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, wie wir schon gehört haben, ist die großartige Präsenz historischen Kulturguts aus Kamerun in deutschen Museen sehr problematisch. Was aber denken die Herkunftsgemeinschaften in Kamerun über diese Präsenz ihrer Kulturerbe in deutschen Museen? Antworten auf diese Frage habe ich im Rahmen unseres Forschungsprojekts in Kamerun bzw. in verschiedenen Regionen wie bei den Farmbezi, Sawa, im Grasland und auch in Nordkamerun gesucht, wo ich mit unterschiedlichen traditionellen Königen, Patriarchen, Würdenträgern, traditionellen Ritualisten und auch Priestern Gespräche über diese Kulturgüter führte, wie Sie hier auf dem Bild sehen können. Als Ausgangspunkt der Gespräche diente die Feststellung, dass die Gegenstände seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr in Kamerun vorhanden sind und dass die Wiederherstellung einer Erinnerung an sie keine Selbstverständlichkeit ist. Als Folge der Translokation im kulturellen Leben der Herkunftsgemeinschaften stehen die Konzepte der Abwesenheit und Erinnerungsverlust im Zentrum. Bei den Herkunftsgemeinschaften hinterlässt die Abwesenheit alter Kulturgüter vor allem das Gefühl, dass eine enge Beziehung zwischen der Vergangenheit und dem kulturellen Leben der heutigen Generationen besteht. Bei einigen bleiben die alten Kulturgüter Erinnerungsstücke, die eine Zeit markieren, die sie nicht miterlebt haben und bei denen eine generationübergreifende Verbindung unterbrochen wurde. Andererseits steht die Verdrängung kultureller Praktiken. Viele Leute in Kamerun sind Christen geworden. Deswegen werden die rituellen Gegenstände in den kolonialen Leben von manchen als Fetische betrachtet und sind in den Augen derjenigen, die Christ sind, der Spiegel einer Vergangenheit, die von Magie und Hexerei bestimmt wird. Der König, ein Gumba-König, Shun Kwang, während der Gespräche in seinem Haus in der Stadt Big Bali Lolodorf, hier in der Karte,
antwortete noch auf die Frage, ob eine Bieri-Figur in der Gemeinschaft verwendet werde. Ich zitiere: Ich habe dir gesagt, dass ich jetzt Christ bin. Ich kann es nicht mehr klar erklären. Unsere Eltern haben sie für fetische und traditionelle Dienste im Dorf bemüht. Heute bin ich Christ und habe alle diese Dinge schon lange vergessen. Für die Bezeichnung von Objekten benutzen viele Gesprächspartner in Kamerun Begriffe wie Fetisch, Idol, Gott, Götze, Zauber, Zauberfigur, Zauberei. Alle diese Begriffe, die auf Fetischismus verweisen und die wir auch in deutschen ethnologischen Museen finden. Professor Guafo hat übrigens ein Kapitel mit dem Titel Plädoyer für eine dekoloniale Sprache in Museen zu diesem Thema geschrieben. Allerdings hat der Kolonialkontext nicht immer eine sichtbare Abwesenheit hinterlassen, weil bei einigen lokalen Gruppen seit der Kolonialzeit eine systematische Resilienz zu beobachten ist. In Kamerun gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie die erinnerungspolitische Arbeit von Mitgliedern der Mabea im Süden Kameruns. Sie haben zudem die King Maese Foundation gegründet, in der Kräfte und Wissen gebündelt werden, um die Mabea-Kultur durch die Wiederherstellung der Erinnerung, Rückgabeforderungen, kulturelle Aufwertungen und auch Einführung in der Spiritualität und Tradition zu fördern. Ein weiteres Beispiel von Resilienz ist die Abbewahrung kultureller Gegenstände in Kamerun. Im Rahmen meiner Recherchen könnte ich feststellen, dass bei einer Gruppe von Wute in Zentralkamerun hier auf in der Karte noch heute Exemplare von bis zu 100 Jahren alten Kriegsfahrzeugen abbewahrt werden. Abschließend kann ich sagen, dass die Abwesenheit der Kulturgüter in Kamerun und ihre Präsenz in deutschen öffentlichen Museen den Impuls setzen, diese abwesende Präsenz weiter zu hinterfragen. Deswegen stellen die Gesprächspartner am Ende der Gespräche immer die Frage der Restitution. Die Frage der Restitution ist in diesem Buch von meinem Kollegen Foga MC Cornelius und dem Prinz Kommandum B3, der Dritte, bitte, thematisiert. Sehr geehrte Damen und Herren, eine Frage kommt immer wieder. Wie hat alles angefangen? Der Ursprung des Erinnerungsverlusts und der Abwesenheit findet man in der Geschichte der kolonialen Gewalt, die gleich das zentrale Thema des Vortrags meines Kollegen Jan Le Gall sein wird. Jan, ich gebe dir das Wort. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Irene. Okay. Danke, Irene. Wir aus dem Nachbarprojekt namens The Restitution of Knowledge hatten die Ehre, mit dem Projekt Umgekehrte Sammlungsgeschichte zu kooperieren und zu dem Atlas beizutragen. Das Kapitel im Atlas, das ich verfasst habe, setzt sich mit der engen Verbindung zwischen Museen und Militärgewalt auseinander. Ebenso wie die Karte und die Liste aus dem Kapitel beruht es jedoch auf der Arbeit des ganzen Projektteams. Und hier deswegen würde ich gerne Jeanne-Ange Wein, leider ist sie heute Morgen nicht da, und Eliezer Giga, der hier ist, darum bitten, sich dem Publikum zu zeigen, damit ich mich bei dir, Jeanne ist da, okay, damit ich mich bei euch herzlich bedanken kann. Nee, okay. So. In Museumsarchivalien, die zu Sammlungen aus Afrika gehören, stößt man immer wieder auf offensichtliche Verweise auf Gewalt. Zum Beispiel sehen wir hier den Archiveintrag zu einer Trommel, die sich im Rautenschrauch-Jos-Museum in Köln befindet und der Bevölkerungsgruppe der Bakoko zugeschrieben wurde. Hier steht ganz klar geschrieben, und ich zitiere: Schwer zu haben, nur mit Gewalt zu erlangen. Zitat Ende.
Allgemein finden sich in deutschen Museen Unmengen an Kriegsbeute. Auf dieser Seite der Erwärmungsbücher des Ethnologischen Museums Berlin aus Dezember 1907 sind ganze 6 Einträge berüchtigter Kolonialoffiziere zugeordnet, darunter Adolf Schipper, der von Richard bereits erwähnt wurde, Hans Glauning und Karl Adametz, die ich gleich noch näher thematisieren werde. Das Kernargument meines Beitrags lautet, auch wenn in den Archivalien explizit die Gewalt nicht immer explizit gemacht wird, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die meisten von Offizieren eingesendeten Besitztümer Kriegsbeute sind. Denn kolonialmilitärische Gewalt war in der deutschen Kolonie Kamerun an der Tagesordnung. Bisher allerdings fehlte eine systematische Übersicht dieses Gewaltgeschehens. Im Zuge des Projekts haben wir mit Hilfe des kolonialen Archivs hier 180 sogenannten Strafexpeditionen, Strafzüge, Gefechte und gewalttätige Patrouillengänge aufgelistet. Die Ereignisse sind von unterschiedlichem Aufwand, Länge, Umfang und Kontext, aber was die meisten davon vereint, ist, dass sie brutale Aktionen waren, sowohl gegen aktiven als auch gegen passiven antikolonialen Widerstand. Wie unser Kollege Sebastian Sprute oft betont und wie der tansanische Aktivist Nyakasuru Mboro bezüglich Ostafrika es genauso beschreibt, zeigt die Menge dieser Momente kolonialer Gewalt, dass die deutsche Kolonialzeit in Kamerun 30 Jahre permanentem Kriegszustand glich. Und das, was Sie jetzt auf dieser Tafel sehen, ist nur das von den Tätern dokumentierte Gewaltgeschehen. Das koloniale Archiv weist in der Tat erhebliche Lücken auf, wie zum Beispiel fehlende Gefechtsberichte. In deutschen ethnologischen Museen befinden sich bis heute viele, viele materielle Spuren einiger dieser militärischen Unternehmungen. Manche Verbindungen sind versteckt, viele jedoch klar und deutlich. Beispielsweise leitete Hans Glauning im Juni 1907 eine Expedition gegen die Bevölkerung von Tiben, damals Paliben genannt, und Wiedekum. Wie wir gerade im Erwärmungsbuch sahen, ging Ende desselben Jahres von eben jenem Glauning eine Sendung im Berliner Museum für Völkerkunde ein. Sie umfasste Besitztümer, die er direkt den Paliben und Wiedekum zuschrieb. Der Leutnant unter Glaunings Kommando, Karl Adametz, schrieb 7 Monate nach dieser Expedition dem Berliner Museum für Völkerkunde einen Brief. Und schamlos bekannte er, und ich zitiere, seitdem ich im Bamenda Bezirk tätig bin ich zu der Auffassung gekommen, dass das Sammeln gelegentlich einer kriegerischen Aktion vollständigere und ursprünglichere Resultate zeitigt als der Ankauf. Zitat Ende. Wir fanden in Archiven viele, viele solche Zitate. Einige sind auch in anderen Kapiteln des Buchs und im Bildheft nachzulesen. Sie weisen auf einen systematischen Mechanismus der Plünderung Kameruns hin, manchmal sogar unter aktiver Beteiligung der Museen an der zerstörerischen Gewalt der sogenannten Schutztruppe in Form von Aufträgen zur Beschlagnahmung von Kulturgütern und Architekturelemente, wie Richard das erwähnte. Tatsächlich hier ein Beispiel, schrieb der direktoriale Assistent des Museums für Völkerkunde Berlin 1900, nachdem er Fotos von der Stadt Fontem gesichtet hatte, und ich zitiere, für den Fall, als etwa eine Strafexpedition unternommen werden sollte, würde das Königliche Museum ein sehr hohes Interesse daran haben, dass dieses Haus nicht etwa verbrannt wird. Es ist im wissenschaftlichen Interesse dringend erwünscht, dass wenigstens die mit Figuren beschnitzten Pfeiler und Langbalken erhalten und nach Berlin gebracht werden. Zitat Ende. Für eine ausführliche Kritik dieses wissenschaftlichen Interesses und der Forschungsgeschichte des kamerunischen Kulturerbes in Berlin lade ich Sie herzlich ein, den Beitrag von Benedikt Savoy im Band zu lesen. Ich wiederum argumentierte, dass angesichts solcher expliziten Zitate sich die mühsame, kostspielige Provenienzforschung für Hunderte von Museumskonvoluten erübrigt. Weil nun das Buch ein Atlas ist, hatten wir den Anspruch, die angegriffenen Ortschaften und Gemeinschaften auf eine Karte zu repräsentieren. Eine Auflistung der 180 Expeditionen würde offenbar den Platz für diese Liste sprengen. Deswegen haben wir in Absprache mit dem Kartografen Philipp Rekasiewicz eine Auswahl von 40 bedeutenden Militärexpeditionen der deutschen Schutztruppe in Kamerun getroffen, von welchen sich in deutschen Museen klare Spuren finden lassen.
Die komplette Auflistung in Form einer Excel-Tabelle steht auf dem Repositorium der TU zum Herunterladen bereit. Wir laden Sie, Museumsleute, Forschende, die breitere Öffentlichkeit, aber vor allem kamerunischen Interessentinnen und Interessenten ein, sich diese Liste genauer anzuschauen und für ihre Zwecke zu nutzen. Da die Archivalien, auf denen diese Forschung basiert, gemeinfrei sind oder sein sollten, ist Transparenz für uns ein grundlegendes Prinzip. Wir hoffen, dass diese Grundlage vom Museum selbst und vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste proaktiv benutzt wird, um geplündertes Eigentum in Sammlungen klar zu markieren. Prominente Beispiele des kamerunischen Kulturerbes, die auch im Bildheft des Bandes abgebildet sind, stehen mit vielen dieser Expeditionen in direkter Verbindung. Beispiele sind hier links der berühmte Tange von Kumambampebel im Museum Fünf Kontinente in München, der seit 1998 Gegenstand einer Rückgabeforderung ist. Und diesbezüglich lade ich Sie herzlich ein, den Beitrag von Prinz Kumandumbe III. Zu lesen. Die Perlhaube von Mabia hier im Zentrum, Mabia war einer der damaligen Herrscher der Djem, und eine Trommel aus dieser Gemeinschaft, die heute im Linnenmuseum in Stuttgart liegen. Hier ganz rechts eine Gedenkfigur eines Herrschers von Bamina, heute im Humboldt-Forum ausgestellt. Dann oben rechts das Kriegshemd, möglicherweise oder wahrscheinlicher, des Wutefeldherrn Jimene, heute in Stuttgart. Und hier unten diese Figur aus Koyan, ein Dorf aus der Nähe von Banja, westlich Bafusam, die heute im Landesmuseum Hannover ist. Die Zusammenarbeit unserer beiden Projekte hat es ermöglicht, dass der Zusammenhang der Makrogeschichte der Plünderung mit der Abwesenheit des kamerunischen materiellen Kulturerbes und den deutschen Museumssammlungen in diesem Atlas nachvollziehbar wird. Es wäre jetzt wünschenswert, wenn mehr Zugang zu dieser enormen Anzahl geraubter Besitztümer in den Depots gewährleistet werden könnte, vor allem für kamerunische AkteurInnen, KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen. So könnten leidenschaftliche Gespräche über eine lebendigere Zukunft für diese Schätze stattfinden. Denn, und das frage ich auch in meinem Beitrag, wozu hält man eine Trommel stumm? Wozu hält man einen Thron unbesetzt oder einen Türpfosten ohne Haus? Ohne Resozialisierung dieser Tanges, dieser Figuren, dieser Gottheiten, Instrumente, bleiben Museen, genauso wie Felix von Luschan sein Berliner Museum für Völkerkunde damals schätzte, und ich zitiere, als Denkmal für die Truppen. Ich will mit einer persönlichen Bemerkung enden. Ich habe in diesem transnationalen Team sehr viel über kamerunische Kultur, Küche, Sprachen, Geschichte und Politik gelernt und bedanke mich sehr herzlich bei meinen KollegInnen für diesen Austausch. Ich habe auch weiterhin gelernt, meine historische Verantwortung zu bekennen und auch dieses Gewaltgeschehen immer entgegenzuwirken. Und gleichzeitig war ich Zeuge davon, wie das Grenzregime Europas Geflüchtete, aber auch WissenschaftlerInnen aus dem afrikanischen Kontinent demütigte und entmutigte. Diese geraubten Figuren und Gottheiten dürfen seit einem Jahrhundert ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bleiben. Meine Freundinnen und Freunde hier kämpfen mit monatelangem Warten auf ein Visum oder einen Termin. Oder einen Termin bei der Ausländerbehörde. Wenn in der Zukunft weiterhin wissenschaftliche Partnerschaften stattfinden sollte, wie viele Museen sogar vorhaben, dann ist es an der Zeit, dass die Behörden sich neben der Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Restitution für eine willkommensorientierte Migrationspolitik einsetzen. Vielen Dank für das Zuhören. Ich gebe jetzt das Mikrofon an Lindy Webreuer weiter, Wissenschaftshistorikerin und studentische Mitarbeiterin im Projekt, die sich mit der traurigen, aber fesselnden Geschichte eines kamerunischen Elefanten auseinandergesetzt hat. Vielen Dank, Jan. Hallo. Dankeschön.
Vielen Dank, Jan. Ja, auch ich habe mich am Rande mit der Geschichte des Kolonialmilitärs, allerdings anhand eines Fallbeispiels, auseinandergesetzt. Genauer gesagt mit den Spuren, die das Kolonialmilitär in der Sammlung des Berliner Naturkundemuseums hinterlassen hat. Mein Beitrag in der Publikation beschäftigt sich mit einem Elefanten, und zwar eben jenen Elefanten, den wir hier unter anderem auf dem Foto abgelichtet sehen. Das Foto stammt aus einem Bildband über Tiere im Zoologischen Garten in Berlin, den der damalige Direktor des Zoos 1988 herausgab, eben in dem Jahr, in dem der Elefant von der damaligen Kolonie Kamerun nach Deutschland kam. Neben dem Elefanten sehen wir einen schwarzen Pfleger in Arbeitskleidung. Er trägt vermutlich den Namen Hammer. Über ihn können wir allerdings nicht viel mehr sagen, als dass er aufgrund seiner Qualifikation im Umgang mit Tieren den Elefanten nach Deutschland begleiten musste. Beide befinden sich in einem Außengehege des Zoos. Im Hintergrund sehen Sie, wenn Sie genau hinschauen, eine weiße Person in Sonntagskleidung, vielleicht ein Besucher, der an ein Geländer gelehnt steht und die Szene zu beobachten scheint. Aber warum war dieses Bild, warum war dieser Elefant überhaupt interessant für mich und für unser Projekt? Denn wir haben uns ja eigentlich vor allem mit dem materiellen Erbe Kameruns in deutschen ethnologischen Sammlungen auseinandergesetzt. Ein Grund hierfür ist Hans Dominik, der Ihnen in unserer Publikation häufiger begegnen wird. Zum Beispiel in den Biografien, hier auf der Folie sehen Sie Dominiks Biografie. Hans Dominik war Mitglied des Kolonialmilitärs, zeitweise auch Angestellter der kolonialen Verwaltung und sogenannter Sammler. Das bedeutet, dass sich sein Name, wie Sie auch in der Biografie nachlesen können, mit insgesamt 1034 Inventarnummern in den von uns beforschten Sammlungen verbinden lässt. Besonders hervorzuheben sind hier das Lindenmuseum in Stuttgart, das Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt in Hamburg und das Ethnologische Museum in Berlin. Nach Deutschland versandte Dominik etwa Waffen oder Alltagsgegenstände, im Falle der universitären Sammlung in Freiburg jedoch auch Human Remains. An den Berliner Zoo versandte er lebende Tiere, so auch diesen Elefanten, der ein Geschenk für den Zoologischen Garten darstellte. Eben jenen Elefanten hatte sich der damalige Direktor als Ausstellungsexemplar für den Zoo gewünscht. Genauer gesagt, er hatte sich den, Zitat, ersten jungen deutschen Elefanten, Zitat Ende, gewünscht. An dieser wie weiteren Formulierung, wie etwa erster Kolonialelefant oder unser Kameruner, zeigt sich der Wunsch nach physischer wie narrativer Aneignung afrikanischer Tiere für deutsche Interessen. In militärischen, aber auch in wissenschaftlichen Zusammenhängen. Beim Lesen verschiedener Quellen, verfasst durch Dominik, den Direktor des Zoos, aber auch durch den Kurator der Säugetierabteilung des Berliner Naturkundemuseums, wird mal impliziter, mal expliziter deutlich, dass das Tier ein lebender Beweis für den Erfolg und den Nutzen des Kolonisierungsvorhabens darzustellen hatte. Besonders perfide erscheinen solche Formulierungen jedoch, wenn man die Behandlung von und das Sprechen über Tiere zusammendenkt und gegenüberstellt mit der Gewalt und dem Rassismus der Deutschen gegenüber schwarzen Menschen. Von Jan Legal haben Sie zuvor von verschiedenen Aspekten militärischer Gewalt erfahren. Eine meiner ersten Assoziationen beim Betrachten des Bildes waren die sogenannten Völkerschauen, die in europäischen Zoos zu der Zeit veranstaltet wurden. Nach dem Tod des Elefanten 1907 übergab der Zoologische Garten Berlin den Schädel des Tieres dem Berliner Naturkundemuseum, da der damalige Kurator der Säugetiersammlung noch zu Lebzeiten des Elefanten eine Art an ihm beschrieben hatte, welche heute nach wie vor Gültigkeit besitzt, die Art des Waldelefanten. Der Schädel befindet sich nach wie vor dort als Artentypus, also als Vorbild für seine Art. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal sehr herzlich bei Katharina Madruga vom Naturkundemuseum in Berlin bedanken, die mich in meinen Recherchen sehr unterstützt hat. An der Geschichte des Elefanten und an anderen Beiträgen unserer Publikation, wie etwa Richard Zogang-Fostis Beitrag über Haare in Museumssammlungen oder Michael Asil-Kingers Beitrag über Machtobjekte, wird deutlich, inwiefern die Rede von Museums- oder Sammlungsobjekten schlichtweg unpassend oder zumindest unpassend ist oder zumindest hinterfragt werden muss. Gleichzeitig lässt sich an der Geschichte des Elefanten zeigen, dass es nicht einzelne AkteurInnen oder Institutionen waren, die am Wachsen der Sammlung beteiligt waren. Die Vergrößerung der Sammlung war Kollektivarbeit. Das entstehende Beziehungsnetz, die Spuren, führen uns in die ethnologische Sammlung hinein
und wieder hinaus in Institutionen verschiedener Art. Insofern muss bei der Offenlegung dieser Spuren transdisziplinär gedacht und gearbeitet werden. Ich habe die Geschichte einer narrativen, physischen, aber auch wissenschaftlichen Aneignung eines Tieres skizziert, die sowohl als Symptom als auch als vermeintliches Argument für die deutschen Kolonisationsbestrebungen verstanden werden kann. Von der künstlerischen Aneignung und Rezeption kamerunischen Kulturerbes durch deutsche Künstler wird Ihnen nun Andrea Meyer erzählen. Vielen Dank, Lindy. Wir kommen jetzt von der Naturkunde, von Tieren wieder zurück zu ethnographischer und künstlerischen Arbeiten. Denn eine der markantesten Folgen dieser massiven Verlagerung von Kulturgütern aus Kamerun nach Deutschland war tatsächlich die Resonanz, die sie in expressionistischen Künstlerkreisen hatten. Mit Fragen der künstlerischen Aneignung und ihren Effekten habe ich mich am Beispiel des prominenten Throns von Joyas aus Fumban, Manduyenu, zu Deutsch Reichtum an Perlen, beschäftigt. Emil Nolde skizzierte den weiblichen Zwilling des Throns auf einem seiner Besuche im Berliner Völkerkundemuseum im Winter 1911-12. Wenig später arrangierte er diese Figur zusammen mit einer stehenden Holzfigur und einem Leoparden, der einem Türrelief entlehnt ist, zu einem, beide wahrscheinlich aus Nigeria, zu einem szenischen Stillleben. Noldes Vorgehen ist typisch für die künstlerische Praxis dieser Zeit. Außereuropäische Artefakte aus verschiedenen historischen und regionalen Zusammenhängen wurden miteinander kombiniert, was dazu führte, dass die ursprüngliche Funktion aus dem Blick geriet und auch die kolonialen, von Gewalt geprägten Strukturen, von denen ja jetzt schon bei Jan und auch bei Richard die Rede war, aus den Blicken geriet, die ja erst die Voraussetzung für die Verbringung dieser Kulturgüter in die Metropole waren. Im Fall des Throns hatten neben dem Druck, den der Fon der Bamum als Vasall der deutschen Kolonialherren ausgesetzt war, taktische Absprachen zwischen Felix von Luschan und Hans Glauning, auch von ihnen war die Rede, dazu geführt, dass das Original und nicht etwa wie von Joya ursprünglich geplant eine Kopie des Throns nach Berlin gelangte. Viele von ihnen sind natürlich mit Noldes sogenanntem Primitivismus und auch mit der Geschichte Manduyenus vertraut. Die Diskussion gestern hat uns das ja schon gelehrt. Doch es lohnt sich, wie ich zeigen möchte, nochmal genauer hinzuschauen. Throne in der Art des Manduyenu waren ausschließlich Königen vorbehalten, die bei Zeremonien, Audienzen und Festen darauf Platz nahmen. Ihre Herstellung war langjährig, das Material kostbar. Jedes Element ist außerdem ja einem ikonografischen Programm verpflichtet. Ich konzentriere mich jetzt auf die Zwillinge mit angesichts von Noldes Motivwahl. Zwillingen wurden übernatürliche Kräfte in der Bamum-Gesellschaft zugeschrieben. Sie sind hier ausgestattet mit Kopfschmuck, Lendenschurzen, Armreif, was sie wirklich als hochgestellte Mitglieder des Hofes erkenntlich macht. Das Trinkhorn für Palmwein und die Schale mit Kolanüssen in ihren Händen sind Zeichen der Gastfreundschaft und Gemeinschaft. Wenngleich Luschan und Glauning kaum Kenntnis von diesem komplexen Sinngehalt des Throns hatten, wussten sie mit Blick auf seine beeindruckende Größe und seine aufwendige Machart um seine repräsentative Bedeutung. Fotografien mit König Joya, mal in opulentem Hausergewand mit Turban, mal in Uniform im Stil der deutschen Kolonialtruppe auf dem Thron, die deutsche Zeitschriften noch vor dessen Ankunft in Berlin veröffentlichen, vermitteln einen sehr anschaulichen Eindruck von der Bedeutung, die der König diesem Sitz selbst als Symbol seiner Herrschaft beimaß. Diese Aufnahmen und auch die erste Farbreproduktion in einem Aufsatz von Luschans im Jahr 1909, den Sie hier links auf der Folie sehen,
der übrigens auch die Inszenierung dieses Machtemblems als ja, Meisterwerk des neu geordneten Völkerkundemuseums in Berlin der 20er Jahre vorwegnahm, nährten den Mythos, der Bamum-König sei ein zivilisierter, kunstsinniger Verbündeter der Deutschen. Nolde dagegen, der die weibliche Figur in eine männliche umwandelte, verlieh ihrem Gesicht statt der runden Formen einen extrem vorstehenden Kiefer und ein eckiges Kinn, dessen Kantigkeit durch die schwarze Konturlinie betont ist. Zudem sind Zähne anstelle geschlossener Lippen zu sehen. Die Figur, buchstäblich entstellend, passte Nolde den für die höfische Kultur Bamums stehenden Zwilling den zeitgenössischen, rassistischen Klischees des primitiven, wilden Schwarzen an. Abschließend möchte ich Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die künstlerische Aneignung dieses Throns aus dem Grasland wie auch weiterer Exponate kamerunischer Provenienz selbst nach zwei Weltkriegen und über mehrere politische Systemwechsel hinweg zu beobachten ist. Wie sich mit einer Fotografie aus dem Archiv des Dresdner Museums für Völkerkunde belegen lässt, wählte Fritz Winkler, der kurz nach 1900 seine künstlerische Laufbahn in Dresden begann und dort auch weiter während der DDR aktiv war, Masken aus Bali zum Motiv eines Aquarells. Gesehen hatte er sie auf einer Ausstellung im schwer zerstörten Zwinger, die Rosa Hempel 1950 mit westafrikanischen Arbeiten aus dem vor Bomben und Plünderungen geretteten Sammlungsbestand kuratierte. Das Aquarell der männlichen Zwillingsfigur des Throns von Paul Wilhelm, ebenfalls aus Dresden und mit Winkler bekannt, ist auf eine Studie zurückzuführen, die der Maler während eines Besuchs im 1957 eröffneten Afrikasaal des Völkerkundemuseums an seinem neuen Standort in Berlin-Dahlem anfertigte. Wilhelms Variante näherte sich der Bamum-Formsprache wieder näher an, die Nolde 5 Jahrzehnte zuvor radikal umgedeutet hatte. Die beiden Arbeiten markieren somit die extremen Pole, zwischen denen sich die künstlerische Rezeption vom Kaiserreich zum Kalten Krieg spannende Rezeption dieses prestigeträchtigen Herrschaftssymbols aus Kamerun ansiedelte. Im Depot verwahrt sind die Dresdner Blätter wie tausende eingelagerte Kulturgüter aus Übersee seit Jahren den Blicken der Öffentlichkeit entzogen. Sie ans Licht zu holen heißt, vergessene Spuren zu vergegenwärtigen, die das kamerunische Kulturgut jenseits des modernen Kanons im deutschen Bilderhaushalt hinterließ. So, ich übergebe jetzt das Wort an Michael Asilkinga, der im Rahmen unseres Projekts begonnen hat, seine Dissertation für seine Dissertation zu erforschen, und zwar zum Thema der Machtobjekte, von denen Manduyenu ja nur ein Beispiel ist. Und genau dieses Thema wird jetzt Michael im letzten Vortrag dieser Runde vorstellen. Vielen Dank, liebe Andrea, liebe Gäste. Ich habe zu einer bestimmten Kategorie von Objekten geforscht, und zwar den Marktobjekten. Zunächst ist Folgendes zu beachten. Die aus Kamerun translozierten Objekten oder Ethnographika sind erstmal sakrale Objekte, Objekte der Kommunikation, Waffen und Rüstungen, Alltagsgegenstände oder sogar Musikinstrumente. In dieser Kategorie oder Objekttypologie sind auch Marktobjekte zu finden, deren Wegnahme durch die Kolonialmächte mit dem Projekt verbunden war, den lokalen Herrscher in Kamerun sowohl ihre Symbole der Macht als auch ihre Macht selbst zu entziehen. Ich nenne diese Objekte
im vollen Bewusstsein der Unzulänglichkeit des Begriffs, da ja viele dieser Dinge aus der Perspektive derer, die sie verlor, keine passive Dinge waren, sondern ausgestattet mit einer Agency, Seele, eine Kraft, sogar eine Macht, also eher Subjekte, die ja auch oft einen Namen tragen. Das bekannteste Beispiel an der Stelle ist der Bamun-Thronsessel, der Mandu Yenu, der auch in unserem Bildheft zu finden ist. Unter den Tausenden von Artefakten, die Kamerun während und nach der Kolonisierung verlor, sind unzählige Machtobjekte, die mit wenigen Ausnahmen wie dem Thronsessel der Bamun oder dem Tange der Douala bislang kaum Aufmerksamkeit erfahren haben. Sie umfassen Prestigewaffen, königliche Kommunikationsinstrumente, Regalia, Architekturelemente von Palästen, religiöse Gegenstände und Herrscherkostüme. Als Beispiel zeige ich Ihnen nochmal den Mandu Yenu aus Fumban und das Tor des Palasts der Herrscher von Bamun und ein Trommel aus Bansa im Grasland. Was ist ein Machtobjekt? Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache definiert die Macht als die Herrschaft von Menschen über Menschen. In Kamerun erfolgt die Teilhabe an der Macht bzw. die Machtübernahme durch die königliche Linie. Reinhard Benbeck und Johannes Müller, zwei Autoren, die sich mit der Frage der Macht beschäftigt haben, betonen, dass in Gesellschaften, die durch soziale und politische Hierarchien organisiert sind, außergewöhnliche Gegenstände zur Kennzeichnung hochrangiger Personen hergestellt werden. Unter Macht werden also Artefakte verstanden, die im Alltagsleben oder gelegentlich für hochbedeutsame kulturelle Praktiken verwendet werden und die Macht eines Königs bzw. einer Königin symbolisieren. Kamerun war ein Gebiet mit beweglichen Grenzen und die heutige Staatsform ist auch ein koloniales Erbe. Selbst die Benennungen der vier verschiedenen kulturellen Sphären, nämlich Fambeti, Sawa, Grasland und Sudanus-Sahelian, in die Kamerun üblicherweise eingeteilt ist, sind während der Kolonialzeit auch entstanden. Die Struktur der Macht und assoziierte Insignien stehen in enger Verbindung mit dem historischen Kontext und der Landschaft, Wald, Berg oder Savanne jeder Sphäre. Die kulturellen Sphären Kameruns haben ihre Partikularitäten, aber zeigen trotzdem Ähnlichkeiten. Dementsprechend lassen sich die Machtobjekte sphärenübergreifend in drei Kategorien gliedern. Die lokalen Machtobjekte gelten nur für eine bestimmte Gemeinschaft und einige Nachbarschaften. Die königliche Pfeife im Grasland steht als Beispiel dafür und hier sehen Sie eine Tabakpfeife des Banwa-Herrschers Asungani und Gustav Conrau erhielt sie damals als Gastgeschenk bei seinem ersten Besuch in Hof. Die regionalen Machtobjekte gelten in einer ganzen kulturellen Sphäre wie die Schwerter im Norden Kamerun oder Tschöramen im Grasland. Bei den überregionalen oder nationalen Machtobjekten handelt es sich maßgeblich um Regalien, die man bei jeder Gemeinschaft in Kamerun oder außerhalb Kamerun findet, also etwa Throne und Zepter. Machtobjekte aus der ehemaligen Kolonie Kamerun sind in deutschen Sammlungen nicht unbedingt sichtbar, aber dennoch in beeindruckender Dichte vertreten. Bilder von einigen wichtigen Kulturgütern aus der Kolonie Kamerun zirkulierten schon in deutschen Zeitungen und Kolonialliteratur, bevor sie tatsächlich nach Deutschland gelangten. Sie erregten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die Embleme der verschiedenen Königreiche. Eine Quelle, in der ausführlich Machtobjekte zum Beispiel aus Tibati
schon eingegangen wird, ist kurz vor morgen illustrierte Reisebericht Reise durch Kamerun von Süden nach Nord. Und diese Abbildung ist in seinem Buch zu finden. Viele Marktobjekte sind in die ethnologischen Sammlungen in Deutschland, vor allem in Stuttgart, Leipzig, München, Dresden, Mannheim, Oldenburg oder Bremen als Kriegsbeute eingegangen und als Symbol einer unterworfenen Macht in der Kolonie erscheinen sie zuerst als Trophäen und Emblem des Sieges des Kolonialismus. Nach 150 Jahren als Museumsobjekte in verschiedenen Museen treten kamerunische Marktobjekte in Deutschland in eine neue Phase ein, in der sie wieder Macht und Aufmerksamkeit gewinnen, weil sie im Mittelpunkt der Debatte zur Rückgabe stehen. Also sehr geehrte Damen und Herren, es hat uns Freude gemacht, als Team euch unsere Ergebnisse zu präsentieren. Und wir hoffen sehr, dadurch Fragen erweckt zu haben, auf welche wir uns sehr freuen. Ich bedanke mich. Gänsehaut weg. Und ich eröffne gerne die Diskussion und zwar sofort. Sie haben gesehen, was wir hier, ich nannte gestern das Dream Team der TU in diesen Sachen. Sie haben sie jetzt persönlich kennengelernt und ich eröffne gerne die Diskussion mit Fragen, die sich möglicherweise formiert haben während der Gespräche. Maryse. Vielen herzlichen Dank für diese Vorstellung. Ich habe sogar Tränen gehabt in den Augen. Also das ist einfach überwältigend. Mir fehlen die Worte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie haben was sehr Großes für. Entschuldigung, für Kamerun geleistet. Vielen Dank, Maryse. Es ist auch sehr, etwas sehr Großes für uns, für auch unsere Möglichkeiten. Wir waren oft selber ziemlich überfordert und wir machen die Diskussion weiter. Einfach. Möchte jemanden? Danke, danke dir, danke Maryse, danke allen. Eine Frage, also wir sind eigentlich zugeschaltet, auch mit der ISA Berlin, ein paar Studierende sitzen im Raum, konnten nicht her, aber sie haben eine Frage und zwar, also das ist eine Anmerkung von einer Studierenden, sie sagt, ich kann nicht verstehen, warum alle diese Agencies, alle diese Entitäten noch nicht zurück sind. Das ist eine Frage, die sie einfach stellt. Ich glaube, wir stellen uns alle diese Frage, obwohl wir natürlich auch in deinem Buch, im Buch mit Felminzahn, einige Antworten sind. Aber die Frage wollte ich einfach auch stellen. Vielen Dank, Marianne. Aber herzlichen Dank. Das ist im Sinne von der UN-Dekade für Menschen mit afrikanischen Vorfahren. Und das ist ein Schritt. Und ich glaube, wir sind alle extrem bewegt. Danke euch wirklich aus ganzem Herzen. Vielen Dank, Marianne. Wir sammeln tatsächlich ein paar Fragen, damit wir uns auch wieder in Form bringen. Bitte. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank. Mir geht es genauso wie Maryse. Ich bin sprachlos, also ich meine, das alles zu erfahren. Ich bedanke mich, also ich meine, für Ihre hervorragende Arbeit. Es wurde viel von einem anderen Narrativ geredet, also seit gestern. Und mir sind ein paar Stichwörter, ich habe mir ein paar Stichwörter notiert, und zwar illegitime Kulturgut-Translokation, wenn ich gut, oder Kulturgut-Verlagerung.
Und ich glaube, diese Stichwörter passen sehr gut also zu der Beschreibung der Kunstobjekte und Kulturerbe in Deutschland. Aber erstaunlicherweise, jedes Mal, wenn ich ein Museum besuche, wenn ich die Gelegenheit habe, dann lese ich Geschenk vom König Joya an Frobenius oder Geschenk von, ich weiß nicht was, an, ja, Sie verstehen. Meine Frage wäre jetzt, basierend auf die Ergebnisse Ihrer Forschung, wie schnell wird sich also diese Beschreibung bei den Museen ändern? Oder ich meine, das ist an Sie und auch ich meine an die Leiterinnen der Museen in Deutschland. Wie bereit sind Sie, also ich meine, diese Beschreibung zu ändern? Denn wie wir gehört haben, sind Sie alle Beute und viele Leute sind daran gestorben. Also ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Wir nehmen noch die Frage von Gabi Dolf-Bodenkämper, dann würde ich gerne die Antworten unter euch, oder ihr verteilt die Antworten unter euch, aber erstmal Gabi Dolf. Mich interessieren die Missionare und ich weiß nicht, ob es auch Missionarinnen gab, die ja Gutes wollten, Gutes tun wollten, überzeugen wollten zu Gott und so weiter und bei der Gelegenheit halt das eine oder andere Objekt oder auch mehr Objekte genommen haben. Und nun haben sich in Kamerun Kameruneser und Kamerunesinnen auch zum Christentum gewandt. Und das erzeugt ja dann, wie ich finde, eine andere Art von Spannung als die Spannung, die besteht zwischen militärischen Übergriffen und diesen, wenn man sie Missionierung als mentale und emotive und auch ideologische Übergriffe bezeichnen möchte oder als glücklich machen und die Welt christlich werden lassen. Das erzeugt eine ganz andere Art von kultureller Spannung. Und da einer von den Protagonisten, einer von ihren, ihnen hat darüber gesprochen, sich ja zum Christentum bekannt hat und dadurch auch eine andere Position hatte zu dieser Vergangenheit, das interessiert mich besonders in ihrem Vortrag, frage ich mich, welche Rolle spielt das? Weil ich sah dieses riesengroße rote Schild für Stuttgart und das ist ja nun ein Hort des Pietismus. Da ist man nicht katholisch, sondern evangelisch. Und da wäre dann auch nochmal die Frage, ob es da eventuell noch eine Differenz gibt zwischen den unterschiedlichen Missionarsverhaltensweisen. Herzlichen Dank. Das sind zum Teil komplexe Fragen. Ich würde einfach vorschlagen, dass aus der Gruppe die Fragen beantwortet werden. Möchtest du, Sebastian, anfangen? Eben, also pickt euch etwas raus, was ihr beantworten wollt und dann sehen wir, wie die Diskussion, oder soll ich die Fragen jetzt noch einmal wiederholen? Zum Thema der Missionare, man darf das nicht trennen. Also die kleine europäische Kolonialgesellschaft vor Ort war eine Familie. Und da gab es quasi sehr viel Hilfestellung untereinander. Insofern ist der christliche Missionsgedanke da auch dem kolonialstaatlichen Handeln untergeordnet gewesen. Und insofern haben beispielsweise Missionare, nachdem Hans Dominik beispielsweise gegen die Vote vorgegangen ist, 150 Kinder, also die Palutiner haben 150 Kinder bekommen. Also ja, also das war Hauen und Stechen. Das ist halt wirklich, also es wurde jetzt hier kurz deutlich, dass es eine emotionale Dimension ist. Wenn Sie durch diese Texte gehen, über 2 Jahre hinweg, dann haben Sie Albträume irgendwann, weil das einfach nur brutalste, es ist Massenmord, es ist, also alles kommt vor, wirklich Vergewaltigung und so weiter und so fort. Natürlich wurden auch neben Kriegsbeute, wurden Menschen erbeutet. Die wurden dann beispielsweise als Träger eingesetzt im kolonialen Arbeitsdienst. Das waren alles Zwangsarbeitsmaßnahmen. Die Menschen liefen in Ketten durch die Gegend. Das ist dann auch unter anderem mal von Missionaren kritisiert worden, weil das quasi ihre Aufgabe war, sowas zu kritisieren. Gleichzeitig haben sie das aber auch in Anspruch genommen und davon profitiert. Insofern würde ich das gar nicht trennen. Also ich würde sagen, das ist eine europäische Kolonialgemeinschaft und alle haben von dem Kolonialsystem profitiert und die lokalen Gesellschaften ausgebeutet. Ja. Vielen Dank, Sebastian. Zur Ergänzung würde ich auch sagen, das heißt die Unterstützung oder die Zusammenarbeit zwischen Missionaren und Kolonialpolitik war eigentlich, also
das ist festzustellen. Zum Beispiel die Missionare waren unter der Unterstützung von der Kolonialregierung, das heißt Polizei oder Militärs und so weiter. Und als Gegenleistung sollten die Missionare auch diese Arbeit der Germanisierung vornehmen, im Sinne von Schule. Und die Schule war eigentlich auch zugleich Mittel der, sagen wir mal, der Christianisierung. Und Christianisierung bedeutet, dass die lokale Bevölkerung, also ihre ehemalige religiöse Religion, aufgeben sollte, um Christen zu werden. Und in diesem Prozess, was zu erfahren war, war eigentlich die Forderung von der Seite der Kolonialmission, dass diese Bevölkerung alle ihre Kultur oder sakrale Kulturgüter, sagen wir mal, loswerden. Und diese Kulturgüter wurden teilweise von den Missionaren teilweise abgebrannt oder auch hierher abtransportiert. Und dadurch haben sie auch ihre Museen, sagen wir mal, sie haben dadurch ihre Museen sowieso, bitte? Ja, Missionssammlungen, das ist der Sinn von diesen Missionssammlungen. Und sie haben auch dadurch, sagen wir mal, Ausstellungen gemacht, um der öffentlichen Meinung zu zeigen, wie sie eigentlich vor Ort diese Mission zivilisatrice im kirchlichen Sinne eigentlich machten. Und das war also diese Verflechtung zwischen Mission und es gab auch, nachdem ein Missionar, Jakob Keller, einige lokale, sakrale Gegenstände abgebrannt hatte, kriegte er, sagen wir mal, Klage von Seiten des damaligen Direktors für die Abteilung Afrika, nämlich Felix von Luschan. Und danach haben sie eigentlich angefangen, zusammenzuarbeiten, indem die Missionen auch für die öffentlichen Institutionen Gegenstände, sakrale Gegenstände sammelte. Und das blieb bis zum Ende der Kolonialzeit oder zumindest bis zum Ersten Weltkrieg. Vielen Dank. Möchtest du vielleicht, Irin, weil du selber auch diese Gespräche geführt hast und du hast das Zitat auch gebracht mit dem. Ja, ich kann nur sagen, wegen dieser Kolonial, so diese Missionalisierung oder Christianisierung von Leuten in Kamerun, folgt diese Lücke zwischen der Vergangenheit und der heutigen Generation. Weil mit der Zeit haben die kommenden Generationen nicht mehr in Kontakt mit diesen religiöse oder sakrale Objekte gegangen und diese hat eine Lücke gemacht. Deswegen sind Leute heute, kennen nicht mehr viele Leute heute viel über diese Vergangenheit beziehungsweise über diese sakrale Objekte. Wenn wir über ein Objekt sprechen, sagen sie immer, nee, ich kenne das nicht. Und wir haben gerade gesehen, dass ein König, so stellen Sie, können Sie sich vorstellen, ein König in Kamerun sagt, ich bin Christen. So, ich kenne nichts mehr über diese Objekte. Und es handelt sich über eine so wichtige sakrale Objekte in der Tradition. Und er sagt, ich bin Christen. Was können die einigen sagen? So, ein König sagt, ich bin Christen. Das ist für mich so eine so große Gewalt,
weil wenn ein König sagt, ich bin Christen und kenne nichts mehr über diese Objekte oder über die Tradition oder über die Religion, es kann sein, dass die kommende Generation, Generation so sein können. So. Sie können nur, wenn jemand sagt, Afrika, man sagt manchmal, l'Afrique est vide. So, Afrika ist leer. Und es ist auch eine Folge dieser Christianisierung, dieser Translokation und dieser missionale Sammlungen. So. Vielen Dank. Es ist traurig für mich, darüber zu sprechen. Vielen Dank, Irene. Es gab eine Frage, die direkt die Frage des Gewaltanteils und der Sichtbarmachung des Gewaltanteils in Museen. Das war tatsächlich eine Frage, die vielleicht eher an die Museumsverantwortlichen gerichtet war. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass jemand in der Gruppe etwas dazu sagen möchte. Jan Le Gall? Ja, danke für diese Frage. Wenn wir mit dem kolonialen Archiv arbeiten, arbeiten wir die ganze Zeit mit Propaganda und mit Originalberichten und veröffentlichten Berichten. Und es gibt eine krasse Diskrepanz zwischen dem Originalbericht mit Wörtern sowie Vernichtung, sowie Ausradierung eines Ortes, sowie Niederbrennen, die dann in den auch damals veröffentlichten Berichten nicht auftauchen oder komplett ersetzt wurden, um eben diese Geschichte zu verschleiern. Die Anzahl an Toten auf Seite der KamerunerInnen wird auch so sehr oft ausradiert. Und das sieht man heute immer noch in dieser Museumssprache, dass so Wörter so wie erworben, währenddessen man über sogenannten Strafexpeditionen redet, die Rede ist, immer noch auftauchen. Und deswegen in unserer Praxis, und Sie haben das gehört, wir benutzen Wörter so wie beschaffen, sowie Beschlagnahmen, die eher eine aktive Sprache, weil Deutsch, ich bin Franzose und Deutsch ist eine sehr passive Sprache. Man benutzt sehr oft so kein Subjekt. Es wurde erworben, das wird zurückgegeben, aber das ist wichtig immer, den Subjekt und die Subjekte zu nennen. Wer hat das gemacht? Wer war Täter in diesem Zusammenhang? Genau, und mein Kollege Ohiniko Mauset-Toffa hat so darüber geschrieben, dass durch diese Sprache gab es eine Infantilisierung der kolonisierten Menschen. Also so Wörter so wie bestrafen gehören wirklich dazu, dass man, dass die Kolonialisten sich einfach so die so selbst gefühlt haben, als ob sie Kinder bestrafen. Und deswegen in dem Atlas und in unserer Praxis probieren wir immer die ganze Zeit eine andere Sprache zu entwickeln. Ja, oder dieselbe Sprache nur anders zu benutzen. Genau. Und diese sprachliche Arbeit ist uns auch sehr, sehr in die Knochen und in die Synapsen gegangen, bis zu Momenten, wo wir festgestellt haben, ich werde mich immer daran erinnern, wir waren in Chang im Rahmen eines Workshops und wir stellten fest, fast alle unsere Sätze beginnen mit einem Subjekt aus Deutschland, haben dann ein Prädikat und das Objekt ist aus Kamerun. Also Hans Clowning kam und traf Asunyagi. Und dann haben wir beschlossen, überall wo es geht, drehen wir die Perspektive um. Und das hat nicht nur die Perspektive umgedreht in den Texten, sondern in uns. Und was mich angeht, war das mit dem Ergebnis verbunden, dass ich eine Woche lang alle Silben, wenn ich Deutsch gesprochen habe, die Silben in den Wörtern umgetauscht habe. Das ist Dekolonisierung. Das ist kein Make-up. Ich schlage vor, wir haben die Frage, die du, Marianne, übermittelt hast, der Studentin, warum noch nicht restituiert wurden, noch im Kopf. Aber ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, angesichts der Zeit auch vielleicht ein paar weitere Fragen zu sammeln, die präzise auf die Forschung sich beziehen. Ja? Und ja. Vielleicht sagen Sie Ihren Namen ganz kurz, bevor Sie loslegen. Dann. Ja, gerne. Nestor Itouaf, Kamerun-Referent bei Brot für die Welt. Ich glaube, ich würde ich erstmal ein großes Lob an das Team hier irgendwie aussprechen. Ich fand die Vorstellung hervorragend, ich finde es gut. Eigentlich hätte diese Arbeit schon vor längerer Zeit
gemacht werden sollen. Genau, ich werde mich kurz fassen. Ich hätte, glaube ich, eine kleine Frage. Mir ist das auch noch nicht ganz klar geworden, warum Stuttgart so prominent erschienen ist auf der Darstellung. Vielleicht erstmal für mich so irgendwie zur Verständigung und dann vielleicht an Professor Nguafo. Es ist schön, dass wir diese Arbeit hier machen. Es ist schön, dass wir hier in Deutschland darüber reden. Aber was wird in Kamerun gemacht? Was ist jetzt in Kamerun vorgesehen? Ich glaube, da besteht auch irgendwie die Notwendigkeit, die Geschichte neu zu schreiben. Wir machen da in dem Bereich auch viel mit den Partnern und wir merken auch immer wieder, es ist auch in Kamerun viel zu tun. Bevor man da überhaupt, oder wenn man dann auch von Restitution spricht, es ist, glaube ich, auch gut, auch die Geschichte in Kamerun neu zu schreiben, beziehungsweise anders zu schreiben, damit die Leute sich auch wieder mit ihrer Geschichte identifizieren können. Herzlichen Dank. Sammle ein wenig weiter und die Fragen merkt sich jeder und jede, die Sie oder er beantworten möchte. Bitte. Ja, hallo, Sarah Fründ, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste. Es kam ja in der Präsentation, wurde ja auch schon erwähnt, dass wir derzeit am Zentrum eben auch ein sehr vergleichbares Projekt machen und eine Übersicht zu namibischem Kulturgut erstellen, wo es dann auch demnächst eine Veröffentlichung sozusagen zu gibt. Und wir haben uns natürlich auch sehr viel überlegt, wie dann so ein Datenrepositorium, so ein Überblick von Kulturgut eigentlich genutzt werden kann. Und mich würde interessieren, wie das im Projekt sozusagen diskutiert wurde, also was jetzt eigentlich so die Idee ist, was daran jetzt an Projekten draus entstehen soll, die sich wirklich konkret mit diesem Datenrepositorium beschäftigen. Herzlichen Dank. Weitere Fragen? Ja, eine hier. Thorsten Hese aus Osnabrück. Ich habe eine Frage zu den militärischen Kontexten nochmal. Ich habe verstanden, dass es sehr konkrete Hinweise gibt, dass Sie eben Objekte mit konkreten Expeditionen, Strafexpeditionen zusammenbringen können. In unseren Inventaren sind die Informationen ja meistens nicht immer so klar, dass man das meistens hinkriegt, wenn man nicht viel Forschung noch reinsteckt. Eine Einschätzung dafür, wenn ich jetzt in meinem Inventarbuch einfach den Namen eines Offiziers finde, wie würden Sie das einschätzen? Muss ich zu 98%, zu 80% davon ausgehen, dass das einen solchen Hintergrund hat? Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Weil das sozusagen, wir haben ja wenige Hinweise, wo wir dann gucken können, da müsste man einfach noch mal nachforschen weiter. Danke. Vielen Dank. Zur Frage Stuttgart eine Antwort vielleicht. Und bitte fassen Sie sich alle kurz, damit wir noch eine Runde haben. Eigentlich sind wir über die Zeit, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen. Also wir, aber Sie auch. Ich nehme mal heraus, zu Stuttgart zu antworten, weil ich dort Volontariat gemacht habe. Ich möchte Ihnen das aber nicht wegnehmen, Frau Siebenthaler. Also wenn Sie jetzt direkt antworten wollen, machen Sie das. Okay, super. Nein, aber es ist sehr schön, dass wir eben auch Vertreter von Museen hier haben. Das ist total wichtig. Das Lindenmuseum selber war lange Zeit in privater Hand und der damalige Museumsleiter Graf von Linden sah sich selber in einem Wettstreit, vor allen Dingen mit dem Berliner Museum, die größte, schönste und umfangreichste Kamerun-Sammlung quasi zusammenzutragen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund für den sehr hohen Wert an Objekten aus Kamerun in Stuttgart. Kurz gesagt. Und wir werden heute Nachmittag im Panel mit Ihnen, Fiona Siegenthaler, die Sie extra aus Stuttgart gekommen sind und die Forschung hier sehr unterstützt haben, auch uns austauschen können. Also vielen Dank. Ja. Die andere, ja. Vielleicht bleibe ich gleich stehen und antworte noch kurz auf Herr Hese. Auch sehr schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank dafür. Wie wir hier festgestellt haben, war der militärische Aneignungskontext der Hauptaneignungskontext. Also ich würde Ihnen zustimmen und sagen, ja, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Kriegsbeute. Aber ich weiß, Sie haben zum Glück nur ein Objekt aus Kamerun. Ja, die Zahlen stehen jetzt alle im Buch. Die nächste Frage ging vielleicht an dich, Jan, oder auch über die militärische... Oder ja, aber sie wurde beantwortet. Ja, dann wäre Albert vielleicht zu der Frage, was ist in Kamerun geplant? Du bist direkt angesprochen worden. Ja, deshalb bin ich hierher gekommen. Also, what next? Also, ich möchte auch hier sagen, dass
in die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in Kamerun auch noch in den Kinderschuhen steckt. Also wir haben sehr große Probleme damit. Zunächst mal, politisch kann man das auch erklären, dass die Regierungen, jeweiligen Regierungen schon so viele Probleme haben, dass sie denken, ja, was soll das, Kolonialgeschichte mit unseren Partnern jetzt zu ärgern. Aber auf der Universitätsebene kann ich einfach sagen, dass wir zunächst mal diese Idee gehabt haben und dass wir das tun, was wir für wichtig finden und für das Volk wichtig betrachten. Also nach der Veröffentlichung dieser Ergebnisse werden wir folgendermaßen verfahren. Zunächst mal die Restitution vom Wissen. Also die Gemeinden, die jetzt am meisten an diesem an dieser Plünderung gelitten haben, werden wir ansprechen. Ich denke nochmal, jetzt zunächst mal um Informationen über ihre vorkoloniale Geschichte. Und Irin hat gerade gerade darauf eingegangen. Wir sagen, die Menschen vergehen und die Objekte bleiben. In einer oralen Gesellschaft, wo nach höchstens 80 Jahren die Geschichte sich wiederholt, weil die Kette gebrochen ist, bleiben nur noch die Objekte, um diese Geschichte weiter zu erzählen und an die weitere Generation zu vermitteln. Deshalb ist es, finden wir, wichtig, äußerst wichtig. Ich kann sogenannte Causerie Educative, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, also Gespräche, Workshops mit den Communities, Wanderausstellungen, aber auch Ateliers in den Uni. Wir haben gerade in Chang dieses Jahr ein Master aufgemacht über Promotion du Patrimoine. Und ich glaube, wir werden darauf, das sind Leute, die Kommunikationswissenschaft studieren. Wir bilden Eliten aus, die eigentlich für diese Arbeit zuständig sein werden. Und ich kann davon ausgehen, dass nach und nach die Leute irgendwie etwas mit der Vergangenheit anfangen können, aber auch die Gegenwart verstehen und die Zukunft besser planen wird. Diese Arbeit wird nicht nur von Kamerun aus getrieben, sondern auch von unseren Kollegen hier in Deutschland, denn ich denke, Dekolonisierung kann nicht einseitig betrieben werden, sondern beidseitig, damit, wie wir gestern gesagt haben, dass wir diese gemeinsame Vergangenheit, also wir die Gegenwart dieser oder die Zukunft dieser gemeinsamen Vergangenheit teilen können. Es wird von geteilter Geschichte gesprochen, aber ich denke, das ist einseitig gesehen und zu früh auch bewertet. Irin, ja, ich möchte nur direkt dazu vielleicht ergänzen, dass wir bereits eine weitere Kooperation mit der Uni Chang haben, die im Rahmen der Gruppe Reconnection, und das ist eine große Gruppe auch mit der Uni Dakar und der Uni in Oxford und in Marianne ist dabei als Oxford, aus Oxford und mit der Uni in Kapstadt Dakar, Cape Town Dakar, hier TU, das nennt sich Reconnection und es geht um die Zukunft der Objekte und um die, ja, und in diesem Rahmen hat Albert Goafou im Februar ein großartiges Festival organisiert. Das ist ein Projekt der Stiftung VW und wir haben auch für dieses Projekt einen sogenannten Fortsetzungsantrag beantragt, in dem es genau um das, was Albert Goafou gerade beschrieben hat, diese Wanderausstellungen etc. gehen soll. Also, dass wir das, was wir hier in unserer Kammer sozusagen und in den Archiven erarbeitet haben, dass wir das jetzt nach außen bringen können. Wenn, drücken Sie uns die Daumen, dass diese Verlängerung bewilligt wird. Das wären weitere 2 Jahre dann. Irin und dann, ja. Ja, ich wollte etwas einfügen. Um diese Geschichte, um die Geschichte Kameruns neu zu schreiben, sollen wir in der Sammlung, mit der Sammlung von
Wissen in kleine Dörfern beginnen. So, das ist die Aufgabe von unsere Aufgabe als Provenienzforschung. Wir machen eine sozusagen s'informer en informant. So, wir informieren uns bei informieren. So, und diese ist auch eine Art und Weise, Informationen zusammen über um unsere Geschichte neu zu schreiben, weil Würdenträger, Patriarchen können noch so viele Dinge über unsere Geschichte und manche sind schon mit vielen Wissen, gestorben. Der Prinz Commandumbe III hat schon ein Band über Quand les anciens parlent geschrieben. So, sie haben, vielleicht können Sie viel mehr darüber sprechen, Sie haben viele Jahre vor Geschichte im Dorf, kleine Dörfern gesammelt und diese werden uns helfen, unsere Geschichte neu zu schreiben. Danke. Herzlichen Dank, Irene. Ich habe gesehen, dass Felicity Bodenstein und Prinz Commandumbe der Dritte sich gemeldet haben, aber wir haben noch die Frage von Sarah, die du, Sebastian, beantworten möchtest, vielleicht über die Daten, also wie wir mit den Daten umgehen werden. Genau, die Frage zur Zukunft des Repositoriums. Das ist einerseits in gewisser Weise ergebnisoffen. Es geht uns wirklich vor allen Dingen auch um Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer eigenen Studien. Insofern ist jeder eingeladen, auch sich damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig haben Sie natürlich recht, das ist auch ein Datensatz, aufgrund der zahlreichen Forschungsprojekte, die gerade laufen, ist es ein Datensatz, der quasi irgendwie wahrscheinlich relativ schnell überarbeitet ist. Wir haben jetzt auch schon am Ende des Projektes quasi von vielen Institutionen das Angebot bekommen, eine überarbeitete Liste zu bekommen, in der quasi Korrekturen dann eben durchgeführt worden sind. Ich kann mich nicht erinnern, das sind bestimmt 10 Institutionen, die uns das schon angeboten haben. Insofern haben wir auch überlegt, ob in der zweiten Projektphase das möglicherweise wir eine Re-Evaluation der Liste machen, um dann einfach auch die Veränderungen zwischen den Jahren zu dokumentieren. Es ist halt ein sehr, sehr reichhaltiger Datensatz, der zig Ansätze ermöglicht. Und wie gesagt, dafür sind auch gerade die Museen oder Institutionen jetzt gefragt. Wir laden Sie ein, damit auch was zu machen oder auch uns zu fragen, ob man da vielleicht zusammen was machen könnte, würde mich sehr freuen. Aber so. Es ist, wie gesagt, erstmal ergebnisoffen und vor allen Dingen auch jetzt online, damit es in Kamerun, also damit die Transparenz da ist, damit die Menschen, deren Vorfahren diese Objekte eben gehörten, dass die eben auch wieder zumindest digital erstmal einen Zugang haben. Und das ist leider auch noch alles ohne Foto, das ist sehr rudimentär, das muss einfach auch noch ausgebaut werden. Das ist wirklich nur ein Anfang für hoffentlich einen weiteren Bearbeitungsprozess. Vielen Dank, Sebastian. Für die, die gestern nicht da waren, präzisiere ich vielleicht, was Sebastian Sprute gerade in Erinnerung an gestern gesagt hat. Das Buch selbst ist seit gestern online, also als Open Access Publikation abrufbar. Und kann zirkulieren, auch per WhatsApp. Und innen drin haben Sie einen QR-Code hier vorne auf der ersten Seite, auch der PDF. Und damit gelangen Sie auf das genannte Repositorium der TU, in dem wir mit Erlaubnis der Institutionen, die uns diese Daten anvertraut haben, diese Rohdaten, die wir benutzt haben, auch für die Karten, für die Statistiken etc. finden können. Und das ist der Beitrag zur Transparenz. Darüber hinaus ist vor allem Jan Le Gall in unserem Team zusammen auch mit Julius Reczynski hier am Institut sehr im Gespräch mit der Wikipedia-Community. Elias Agiga und Janon Joanie haben auch dazu beigetragen. Also wir nutzen auch die normalen öffentlichen Enzyklopädien, um diese Forschungsergebnisse, die Zitate, die Transkripte etc. für alle zugänglich zu machen. Ich schlage vor, wir nehmen jetzt die Frage von dir, Felicity, die heute Nachmittag auch auf einem der Panels sitzen wird, und von Ihnen, Prinz. Und wer möchte noch? Und danach schließe ich aber die Rede und wir gehen alle Mittagessen. Und Maris, nochmal. Kaffee trinken gehen wir. Wir essen nicht Mittag seit Dezember. Abgeschafft. Ja, ich mache es ganz schnell. Meine Frage ist auch eher auch eine Idee, um weiterzumachen mit den Daten, weil mich vieles an ein Projekt erinnert, mit dem ich arbeite, im Moment Digital Benin. Und
Ich versuche im Moment eben auch was Ähnliches mit den Daten zu den nigerianischen Objekten in Paris zu machen, also am Quai Branly. Und es ist natürlich interessant zu sehen, wie präzise die Provenienzen eigentlich sind. Natürlich ist es dadurch, dass die Objekte sehr schnell ins Museum kamen und dadurch ist eine sehr direkte Connection Gewaltgeschehen. Ja, zu dem Moment des Entnahmens, den ich oft nicht habe bei nigerianischen Sammlungen in Paris, weil die natürlich eher also durch den Zweitmarkt ins Museum gekommen sind. Und meine Frage wäre jetzt, und ich werde jetzt auch die kamerunischen Datensätze im Quai Branly mir anschauen, genauer ist, was kam über Deutschland in andere Länder und in die ganze Welt? Weil das war ja dann, wie viel kam direkt ins Museum, aber was blieb auf dem Markt und ging dann weiter? Und ich glaube, das ist dann auch der Schritt, den man dass man diese Daten jetzt connected mit, was wir in anderen Museen finden können, was wir auch mit Digital Benin gemacht haben. Und dass man dann noch, und natürlich wird dann die Provenienz immer schwächer, desto weiter man von dem ersten sozusagen Ankommen den Sachen schaut. Aber ja, also es ist eher nur so eine Idee und auch eine Lust damit, noch weiter zu gehen. Herzlichen Dank, Felicity. Und du weißt, wie sehr wir deine Erfindung der Benin Digital schätzen und uns auch als Vorbild nehmen für eine zweite Runde oder eine Zukunft dazu. Prinz, Marise und dann Antwort. Dankeschön. Also vielen Dank und weiter so. Aber versuchen Sie auch, zu uns Älteren einen Weg zu finden. Denn wir haben viel gemacht, was Sie brauchen könnten. Denn ich sage das, weil die deutsche Abteilung an der Universität Yaoundé, die allererste, da war ich ja der Chef de Departement, schon 1980. Und da haben wir angefangen, wissenschaftlich über diese Sachen zu arbeiten. Das heißt, Sie dürfen nicht jetzt so machen, als wäre das ein neues Thema in der wissenschaftlichen Arbeit in Kamerun. Über das Christentum, bitte, also das ist keine Frage, ich möchte nur auch ein paar Antworten bringen. Papa Lambe von Buea erzählte uns, der Missionar kommt, geht zum König, er braucht Kinder, um eine Schule aufzubauen. Die Kinder gehen hin, aber wenn ein Kind fehlt, was macht der Missionar? Er geht zur Armee und holt einen Soldaten. Und die gehen zum Haus des Schülers, der gefehlt hat. Aber sie wollen nicht den Schüler haben, sondern den Vater. Der Vater wird dann, die Hose wird runtergemacht. Und er bekommt 25 Hiebe vor dem Kind. Ja, das Buch ist hinten. Papa Lambe. Wir haben, also und 25 ist noch okay, in Yaoundé, Au nom de la civilisation heißt das Buch, waren es nicht 25, sondern 75. Und da erzählt das Kind, ja, ich habe gesagt, bitte, schlägt mich, aber nicht meinen Vater. Aber die haben den Vater geschlagen und das Kind geschlagen. Und das sind eben Forschungsergebnisse aus Kamerun, die hier total unbekannt sind. Wir dürfen nicht so weitermachen. Und das ist eine Arbeit, die wir gemacht haben von 1980 bis 1986. Wir haben das gesammelt, landesweit. Diese Zeitzeugenberichte. Und diese Zeitzeugenberichte sind da, also in einer Kollektion. Wir haben jetzt 33 Bände schon veröffentlicht. Ich will da nicht in näherer Ausgabe, aber es gibt noch 40 Bände zu veröffentlichen. Ich will nur damit sagen, wir dürfen nicht so machen, als wäre das jetzt so ein neues wissenschaftliches Unternehmen. Wir machen das schon seit 1980. Und ich glaube, das Beste wäre, wenn wir zusammenarbeiten. Auch Chang, dass wir mit Chang zusammenarbeiten. Chang ist neu.
Schau, das sind ja alle meine ehemaligen Studenten. Das sind ja alle meine ehemaligen Studenten. Sie können nicht jetzt machen, als wäre das total ein neues Gebiet. Bitte machen wir zusammen, dann sind wir stark. Für beide Seiten, für die deutsche Seite und für die kamerunische Seite. Und jetzt das Problem mit den Königen und das Christentum. Es ist ein großes Problem. Ich meine, Sie haben es ja in der deutschen Literatur ist es ja sehr gut beschrieben, ob das jetzt der Jakob Keller ist oder die anderen. Sie haben, der Keller sagte, er ist wie ein Feldwebel. Mhm. Das heißt, der Missionar. Er sagt, er ist, und er hat Macht. Er ist ein starker Mann. Und so macht er wie die Armee und nimmt alles. Und da will ich auch etwas sagen. Wenn Sie über deutsche, also die Museen, ne? Am Anfang, die Missionare waren nicht Deutsche. Das muss man auch betonen. Das waren Schweizer, Deutsche, also aus der deutschen Schweiz. Warum? Es gab in diesem Land den sogenannten Kulturkampf unter Bismarck. Und das ist die Zeit, wo Bismarck trotzdem Kolonien haben wollte. Er konnte weder also seine Protestanten noch die Katholiken schicken. Und dann hat er gesagt, ich schicke Schweizer, die, also aus der deutschen Schweiz, und zwar aus Basel. Und das ist die Basler Mission, der Keller und so weiter, das, die sind aus der Basler Mission. Das heißt, es gibt eine grundlegende Frage. Die haben schon so viel geschleppt nach Basel, aber zu der deutschen Zeit, unter deutscher Führung. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, 40.000 Stücke haben wir hier, das ist nur ein Bruchteil. Der erste Teil und viel ist in Basel. Das ist nicht nur 40.000. Ja. Also ich glaube, das müssen Sie auch bitte versuchen, in Ihrer Untersuchung wahrzunehmen, denn die Schweiz ist ja, steht ja da, als wäre ja nichts passiert. Ha. Die Palutiner sind erst später gekommen nach Kamerun. Also das ist das, was ich sagen wollte dazu. Und jetzt zum König. Wir haben ein Problem mit der Kirche, also mit der Christianisierung, weil unsere Spiritualität ja verteufelt wurde. Das ist also Satans Werk. Aber diese Spiritualität gibt es heute noch sehr stark. Und wie ist es jetzt am Sonntag? Am Sonntag geht man in die Kirche, da ist das Volk. Was soll jetzt ein König machen? Soll er sagen, also der christianisiert worden ist, soll er sagen, ich gehe nicht in die Kirche, weil diese Tradition, also diese Spiritualität, afrikanische Spiritualität weiterhin bestehen soll. Aber es ist ein Dilemma, dass sein Volk ist bekehrt worden. Ist Christ und sein Volk glaubt, alles, was afrikanische Spiritualität ist, ist Satans Werk. Es ist eine sehr, sehr komplizierte Situation. So, und ich wollte nur einfach sagen, wir haben eine Doktorandenschule einfach eröffnet in Kamerun zu diesem Problem. Und die ersten Doktoranden haben ja schon ihre Doktorarbeiten schon verteidigt und wir fangen jetzt dieses Jahr mit der zweiten Promotion. Denn es geht uns ja nicht nur um Museen, also was in, sondern es geht darum, was ist mit uns passiert und wie können wir sozusagen die Zukunft aufbauen. Nicht? Also weil die Frage gestellt wurde, was wird jetzt gemacht? Es wird sehr viel gemacht. Chang ist nur sozusagen ein neuer Teil von der Arbeit, die gemacht wird. Vielen Dank, sehr herzlichen Dank, Hans. Für diese Ergänzung, wir haben noch Marise und Sie sind die allerletzte, danach ist Schluss und wir haben die Frage der Studentin noch im Kopf. Marise. Ja, die Emotion ist weg, meine Frage konnte ich nicht stellen. Also, ich wollte eine Frage stellen an Irin.
Und zwar, das hat mich sehr interessiert, was du gemacht hast mit den Älteren, die du in Kamerun befragt hast. Und meine Frage wäre, wollen sie denn, weil sie jetzt Christ geworden sind, wie Prinz auch sagt, man ist beides in Afrika sehr oft, zumindest in Kamerun, man macht immer beides. Ja, man geht in die Kirche, aber man verehrt seine Ahnen und man hat trotzdem diese sakralen Werten. Also will das heißen, dass sie ihre Schätze nicht mehr zurückhaben wollen, dass sie, dass sie sagen, diese Schätze, also ich habe Bilder gesehen, die du gezeigt hast, wollen sie das nicht mehr haben? Das war meine einzige Frage erstmal. Also die anderen wurden gestellt, also die ich am Anfang hatte. Und dann an Albert würde ich sagen, die Politik ist langsam. Lassen wir die Politik, wo sie ist. Die Forschung muss weitergehen. Also die Forschung ist in der Uni und die Forschung bringt uns in Kamerun weiter, nicht die Politik. Sie haben die letzte Frage? Also ich komme aus Basel, bin aber keine Missionarin, aber ich wollte ergänzen, dass die Basler Mission, ich war Studentin in den 90er Jahren, da hat Paul Jenkins, der Archivar von der Basler Mission, die Archive endlich für Studenten geöffnet. In der Zwischenzeit ist viel passiert, das ist alles digitalisiert und online öffentlich zugänglich. Ich wollte einfach sagen, es gibt dort ganz viele Briefe in Sütterlin-Schrift, es gibt aber auch ganz viele spannende Fotografien. Und da kommt meine zweite Frage, inwiefern oder habt ihr fotografische Archive für diese ganz tolle Forschung herbeigezogen? Das wäre mein Schluss. Herzlichen Dank für alle. Vielen Dank. Ich suche gerade, ob Lee im Raum ist. Lee, möchtest du diese, also Lee hat im Rahmen des Projektes die Ikonografie betreut und war in engem Kontakt mit dem Archiv der Basler Mission auch. Und vielleicht kannst du, Lee, etwas dazu sagen? Ja, also ich kann nur ganz wenig dazu sagen. Vielleicht gebe ich es auch weiter an Richard, weil er sich viel mehr damit beschäftigt hat. Es gibt, soweit ich weiß, eine Online-Datenbank von der Basler Mission, die eben diese Fotografien enthalten, und der Kontakt mit dem Basler Missionsarchiv war auch sehr angenehm. Genau, ja, ich weiß nicht, ob Richard vielleicht noch... Vielleicht sage ich was ganz kurz dazu, weil wir haben 105 Abbildungen da drin und vor allem, oder nicht nur, aber im Rahmen der Abteilung mit Biografien. Also die Kapitel sind illustriert, aber wir haben hinten Biografien und oft auch von denjenigen, die vor Ort Widerstand geleistet haben, und sie wurden manchmal von Basler Missionaren oder auch einer Frau, einer berühmten Frau, die hier auch eine Biografie hat, Frau Wurmann, genau, da sind sie, also Porträts oft von Akteuren, die Kulturgut hergeben mussten oder denen das entrissen wurde, sind durch die Fotothek der Basler Mission zum Teil auch hier vertreten. Aber jetzt eröffnen wir für eine letzte Runde, wenn Sie sich kurz fassen könnten, wäre es wunderbar. Es begann, oder macht das in der Reihenfolge, wie ihr wollt, und ich hake ab. Ich würde jetzt einfach nochmal für Basel in die Bresche springen, auch aufgrund des Kommentars von Prinz. Wir haben quasi wirklich nur versucht, erstmal in Deutschland, also in den jetzigen Grenzen von Deutschland, quasi die Sammlung zu erfassen. Deswegen ist der deutschsprachige Raum so ein bisschen rausgefallen. Wir waren aber auch in Basel und die politische Situation ist da ganz anders. Ich kann Sie gerne mit der Direktorin Frau Anna Schmidt in Verbindung setzen. Die möchten wirklich alle Objekte loswerden. Die wollen wirklich, also es ist ein komplett anderer politischer Rahmen, aber da gibt es gute Chancen, kein Problem, den Kontakt stellen wir her. Zum Thema fotografische Sammlung, aus pragmatischen Gründen nein. Das Problem ist auch, dass viele fotografische Sammlungen, also in Hamburg ist es super sortiert beispielsweise, in Stuttgart, das muss ich jetzt leider sagen, überhaupt nicht. Es gibt ein riesiges,
riesiges Fotoarchiv in Stuttgart. Es sind wahrscheinlich über 100.000 Stück, es sind Glasplatten, die sind noch in so einem alten Originalschrank einsortiert und ich glaube, es gibt kein Register dafür. Ähnlich sieht es mit fotografischen Sammlungen in anderen Museen aus. Sie sind einfach so schlecht sortiert, dass wir dann auch gesagt haben, es ist natürlich super spannend, das zu sehen, es ist super wichtig, wenn Sie mit Excel-Listen von mehreren tausend Objekten arbeiten und Sie haben kein einziges Foto und nur so eine Beschreibung, die 100 Jahre alt ist, da wissen Sie oft gar nicht, womit Sie arbeiten. Deswegen, das ist alles noch Zukunft. Deswegen, auch wenn Prinz recht hat, also wir sind nicht die Ersten, die das machen, ist es trotzdem wieder so eine neue Welle der intensiveren Auseinandersetzung, die wir hoffen jetzt zu erzeugen, damit die Aufarbeitung wirklich auch mal in Schwung kommt und das nicht nochmal 100 Jahre dauern muss. Vielen Dank. Irene? Ja, vielen Dank, Sebastian. Ich möchte auch vielleicht etwas noch zu diesen zu der Frage der Fotos sprechen. Also ich habe vielleicht eine andere Erfahrung, als wir in Hamburg eine Ausstellung machen wollten. Und es ging eigentlich darum, einige Fotos von diesem Basler Missionsarchiv sowieso zu benutzen. Aber es gibt auch sowieso immer Frage der Rechte, was eigentlich auch frustrierend ist, weil es Leute, das heißt, diese Fotos sind vielleicht online, aber ich möchte gern fragen, kann man die so einfach benutzen, ohne vielleicht Rechte zu bezahlen und so weiter? Vielleicht können Sie uns auch sagen, damit wir wissen, weil meine Erfahrung ist etwa anders. Man wird immer wieder nach Rechten gefragt und das ist auch ein Hemmnis für uns. Und vielleicht zu der Frage von Felicity über die Netzwerke. Ja, ich würde sagen, vielleicht im Rahmen der Forschung gibt es zum Beispiel den Beitrag von Benedikt, die sich auch damit teilweise beschäftigt hat. Aber diese Frage existiert und wie man eigentlich mit kamerunischem Kulturerbe europaweit weltweit gehandelt hat, hat sie teilweise beantwortet. Und es gibt auch in Archiven Hinweise über dieses Netzwerk von kamerunischem Kulturwerke. Und schon in der Einleitung sogar von dem Buch gibt es schon Hinweise über das, wo man heute in Europa oder und so weiter dieses Kulturerbe aus Kamerun befindet. Aber das ist im Grunde auch eine, sagen wir mal, eine verwickelte Frage, weil die Lage des Archivs nicht immer sehr gut ist, um sowas zu dokumentieren. Persönlich habe ich zu einem Akteur gearbeitet, nämlich Alfred Mansfeld, der damals Objekte aus dem Cross River von Kamerun nach Hamburg geschickt hatte. Diese 500 sogenannte Ethnographica und 300 Zoologica wurden damals für das Museum, für das Ethnologische Museum in Hamburg zugestimmt. Aber es gab nicht genug Geld. Die Objekte, die sogenannten Objekte, sind dann von Hamburg, also aus den Händen von Chilenius, nach Leipzig, zunächst mal nach Berlin und von Berlin nach Leipzig und von Leipzig über einen gewissen Adler Richtung St. Petersburg in Russland. Und heutzutage gibt es von den 800 Nummern nur noch 217, die vorhanden sind. Das heißt, mehr als 500 sind in diesem Prozess verloren gegangen. Und ich vermute auch, dass es sowas auch gibt, für die Lage des Archivmaterials zu diesen unterschiedlichen Objekten. Und das ist auch eine andere Facette von dieser Forschung. Das heißt, die Verlustseite, die Verlustgeschichte von diesen unterschiedlichen Varianten von Kulturerbe. Vielleicht für ich fürchte, wir müssen irgendwann tatsächlich aufhören. Es gab die Frage von Marise an Irin. Ein Mini-Wort vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast, Richard, was auch spannend ist, ist festzustellen und überraschend, dass die einzigen Objekte aus Kamerun, die Deutschland weggenommen hat und Berühmtheit, Weltberühmtheit
erlangt haben, wie die Bangua Queen, die heute in Paris im Musée d'Appert, oder der Bangua King, auch in Paris im Musée du Quai Branly sind, also Ikonen, die von Man Ray etc. Die waren in Berlin, nur das Ethnologische Museum hat sie verkauft in den 20er Jahren auf dubiosen Wegen und die ging über den Kunsthändler Speyer, über Paris, dann in die Welt, nach New York etc. Das heißt, das, was nach Berlin gekommen ist, war von hier total unsichtbar und das bis heute. Und das Wenige, was jetzt sichtbar ist und so wichtig geworden ist, ist das, was das Museum selbst abgestoßen hat, weil es in den 20ern einfach kein Interesse mehr hatte, meine Idee dazu. Aber das müssten wir später tiefer. Du hast das letzte Wort, Irina. Okay. Und du kannst auch die Frage der Studentin, die wir nicht vergessen haben, gleichzeitig beantworten, wenn du magst. Danke, Windig. Danke, Marilyn, für diese Frage. Zu der Frage der Restitution gibt es zwei Meinungen dafür. So. Einerseits wollen viele Leute die Objekte zurück, weil es noch eine Möglichkeit zur Rehabilitierung, Retraditionalisierung und auch Wiederherstellung gibt. Andererseits wollen auch viele Leute, die Christen sind, diese Objekte zurück, weil sie die kulturelle Gedächtnis Kameruns bzw. Der Gemeinschaften sind und sind so wichtig für die neue Generation zu wissen, was vorher gab und was die alten Marken als Tradition, als Kunst, ich mag nicht das Wort Kunst, als als in der Religion. Und für mich finde es so wichtig, alle diese Objekte zurückzugeben, weil sie die Seele Kameruns, die Seele Afrika tragen. Und ich finde es nicht gut zu fragen, an wem zu restituieren, warum zu restituieren, weil während der Kolonialzeit haben sie nicht gefragt, warum zu sammeln, warum diese Objekte zusammen und wie diese Objekte zusammen gefragt. Sie haben sie nicht gefragt, warum diese Objekte in Museen mitzubringen. So, heute sollen sie alle zu Hause gehen. Und zu der Frage, an wem werden wir geben, gehört Kameruns zu antworten, weil wenn sie schon zu Hause sind, werden wir entschieden. So, diese Frage existiert nicht für mich. zu der Frage von Marianne. Marianne hat sie nur übermittelt. Ich wollte nur sagen, die Regierung Deutschlands muss das entschieden. So. Vielen herzlichen Eine. Dank. Für, pardon, Richard, vas-y, je n'avais pas vu. Vas-y. Zu der Frage, ich glaube, warum die Objekte nicht zurückgehen, das ist. Okay, ich glaube, meine kleine Idee darüber ist, der Stärkere hat so entschieden. Das heißt, genauso wie der Stärkere damals entschieden hatte, diese Objekte gewaltsam wegzunehmen, sind sie auch hier inhaftiert. Und bis vielleicht der Stärkere entscheidet, ob sie weiterbleiben oder zurückgehen, weiß ich nicht, werden wir auch sehen. Aber zumindest wenn wir den Gesetz, die Gesetze für diese Rückgabeforderungen sehen, wer schreibt diese Gesetze und warum? Das heißt, der Plünderer ist eben derjenige, der entscheidet, was er zurückgibt, wann er sie zurückgibt, ob er sie überhaupt zurückgibt.
Und ich glaube, wir stehen jetzt in diesem Engpass. Vielen Dank, Michael. Du wolltest doch dazu etwas sagen. Es funktioniert. Okay, nur so kurz. Warum sind die Objekte noch nicht zurück? Ich weiß von meiner Erfahrung, dass ich mehr über den Pariser Platz und die Berliner Mauer nach meinem Abitur wusste, als die Geschichte Kamerun selbst. Und bis heute ist es so, leider. Und im Gymnasium, während meiner Geschichteklasse, wurde ich eher über die positiven Aspekte der Kolonisation sogar gelehrt. Und man lernt wirklich sehr spät, dass Leute wie Adamets oder Karl Clowning nicht positiv in Kamerun gearbeitet haben. Das kommt wirklich sehr, sehr spät, aber leider ist es so. Und gestern haben wir auch schon erfahren, dass unsere Schulbücher noch bis heute in Frankreich veröffentlicht sind und dann nach Kamerun abtransportiert. Weiß ich nicht, wie das wir ändern können, aber das muss geändert werden. Und ich glaube, das ist ein Kampf und die Restitution ist auch so ein langer Prozess. Danke. Herzlichen Dank, Michael. Das letzte Wort. Geht an Sebastian. Bitte. Also mir fiel dazu ein, ich erinnere mich leider nicht mehr daran, wer das gesagt hat, aber dass der Grund, weswegen die Objekte hier sind, vielleicht aus einer mehr spirituellen Perspektive jetzt auch, dass sie hier sind, um uns, also der weißen Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, dass afrikanische Menschen auch Menschen sind. Und ich glaube, dass die Objekte erst zurückgehen können, wenn diese Aufgabe erledigt ist. Und dass sie noch nicht erledigt ist, sehen wir, dass sie an der Art und Weise, an wie Politik und so weiter strukturiert ist. Vielen Dank. Meine sehr geduldigen Damen und Herren, oben gibt es Kaffee und Kekse und wir treffen uns in genau 20 Minuten wieder hier und freuen uns auf den ersten Panel, der dann von Sebastian moderiert und vorgestellt wird. Herzlichen Dank.